Stehst du unter Allmacht? Ich habe dir doch die Antwort drauf gegeben. Bro, nein. Und dann hast du Er gesagt, hat er eine, braucht er den musste Heiligen eine Geist Lösung und finden. er Durch braucht, unsere warte Sünden, doch, guck mein mal, Bro, Moment, und er durch braucht. unsere Sünden Aber guck mal, hätte er das nicht Bruder, ich gemacht, will dich doch nur wären wir auf korrigieren. Ewigkeiten verdammt. Deswegen musste der Herr seinen Sohn schicken, um für uns, also für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, damit unsere Sünden vergeben sind. Denn hätte er das nicht gemacht, Du redest wären um wir den auf heißen Brei. Ewigkeiten Ich verdammt. habe Das ist von ganz Anfang einfach an zu gesagt, verstehen. Du Bruder. sagst aber, ich habe von der Thematik keine Ahnung, aber ich Nein. gebe dir die perfekte Antwort. Wie bitte? Deine Antwort. Weil du verstehst nicht, was Oh, Allmacht Arafat, bedeutet. bitte. Allmacht. Allmacht bedeutet, ich brauche weder einen Sohn, weder, hör zu, den Geist, weder muss ich irgendjemand opfern, um jemand zu vergeben. Ja, aber das sind Ist deine Worte, weil Allmacht. du schränkst gerade Gott ein. Wer bist du, dass du Gott einschränkst und Gott hinterfragst? Warum wurde er Ganz Mensch? ehrlich, du schränkst Du Gott ein. musst ja Gott Du einschränken. hast Gott eingeschränkt, weil du gesagt hast, er musste ihn kreuzigen für diese. Das ist Einschränkung. Allmacht hat keine Einschränkung. Nein, 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 nein. Das ist eine Lösung, weil das ist, Gott will uns zeigen, dass er uns liebt. Deswegen hat er sich erniedrigen lassen. Für uns. Also, Sein Fleisch ist gestorben, aber nicht er, nicht sein Geist. ey, bitte, Er ist am dritten hör dir, Tag was wieder du da auferstanden. Das ist so erzählst. easy zu verstehen, Arafat. Das Null, ist ganz einfach. du erzählst ganz kurz, er erschafft uns, er erschafft uns. Wir reden Okay. über den ganz Aber kurz. du kannst Ganz doch, kurz, guck mal, bitte. Arafat, Aber lass mich Arafat, doch du mal kannst doch ausreden. nicht mit Sünden zum Aber Herrn lass gehen. mich Das doch mal funktioniert ausreden. nicht. Lass mich doch mal Arafat, Arafat, du kannst gleich. ausreden. Du kannst gleich. Warte doch kurz. Du kannst nicht mit Sünden ins Paradies gehen. Also musste er seinen Sohn schicken, um für uns, für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Du Klar. kannst doch nicht so, wie du jetzt bist, mit Sünden zum Herrn gehen. Wenn du stirbst, dann gehst du mit einer ganzen. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Und deswegen hat er eine Lösung gefunden und hat gesagt, hey, er sandte seinen Sohn, Dann um schränkst für du uns aber am Gott Kreuz zu ein, weil er sterben. nicht mehr allmächtig ist. Ganz Punkt. Aber wir reden, weißt du, ich fange von vorne an. Ich fange von vorne an. Wir reden über den Gott, der alle Himmel erschaffen hat, die Erde, die Sonne, den Mond, alles, was wir uns vorstellen können. Erschaffen hat, das ist Allmacht. Den Regen, Tag und Nacht, Pflanzen, die Erde war tot, hat regnen lassen, lebendig, hat uns erschaffen aus der Erde, um von der Erde zu essen, wie Gemüse, Obst, etc. pp. Ja, jetzt halte ich fest, jetzt erschafft er uns. Und dann, Okay. warte mal, kreuzigt er sich selber, weil er Erbarmen mit Ja, uns hat? aber Sag mal. Arafat, du schränkst gerade Gott komplett ein. Kann Gott Du nicht bist Mensch derjenige, der werden? Gott einschränkt. Okay, Ganz wir ehrlich, machen das das ist einfach. Moment, Blasphemie, was du Moment, da Moment. erzählst. Kann Gott nicht Mensch werden? Er ist doch allmächtig, sagtest du, oder? Warte mal ganz kurz. Warum sollte Gott eine Schöpfung, der größer als alles ist, sich Siehst du, und erniedrigen? du Warte schränkst jetzt gerade kurz. Gott ein. Warte Du kurz. schränkst gerade Sich Gott ein. erniedrigen, hör mal zu, sich erniedrigen als Mensch zu werden, hör gut zu. Er verliert seine Allmacht, weißt du warum? Weil ein Mensch stirbt und ein Gott stirbt nicht. Ein Mensch wird krank, ein Mensch braucht Durch Nahrung. Maria hat er Warte doch seine, mal ja, bitte. Man, du hörst okay. mir nicht zu. Und Allmacht, Allmacht, wie du redest, der wird weder krank, ihn erweckt kein Schlummer, kein Schlaf, kein dies, gar nichts. Du machst, erniedrigst Gott in eine Art Mensch, indem er, hör gut zu, aus einer Stelle rauskommt, die nicht gotteswürdig ist. Ja, aber Er dann ist wäre Gott doch abhängig vor von Gericht einer nicht Brust. gerecht. Er ist abhängig von einer Frau, um seine Windel zu machen. Ganz ehrlich, das ist Blasphemie, was du da redest. Arafat, Arafat, ich habe das dir so perfekt erklärt. Da muss man nicht philosophieren. Okay, Du also. kannst Gott nicht Du einschränken hast und sagen, warum soll er Mensch, erklärt? Ist es warum gerade kann er dein nicht Ernst, was Mensch du? werden? Ganz ehrlich, du erzählst wirklich, du hast es gerade perfekt. Du schränkst Gott ein, frag deine Community, indem du sagst, Nein, nein. bitte. Die Community hat ganz genau sehr gut verstanden, was ich Ja, gesagt genau. habe. Weißt du was? Ich mache dir mal ein Beispiel, ja? Ich mache dir mal ein Beispiel. Du sagst, der liebe Guck Herr mal, Gott hat uns erschaffen. Hör mir doch mal zu. Aber warum? lass uns Lass mich doch mal. ausreden, dann lasse ich dich ausreden. Der liebe Herr Gott hat uns erschaffen, dass wir ihn dann erwischen, ihn töten. Also das heißt, wir bauen Autos, irgendwann tun wir den Autos weh oder die Autos bauen scheiße, dann verfolgen sie uns und bringen uns um.
Du kannst doch eine Gottheit doch nicht mit das vergleichen, was du da sagst. Arafat, hör auf, Mann, bitte. Arafat, hör auf. Du kannst doch Gott nicht mit sowas vergleichen, Mann. Ich habe eine andere Frage an dich. Schon wieder eine nächste Frage. Du bist doch ein doch. Gläubiger Christ. Lass mich dir doch kurz das mal zeigen. Aber du bist doch ein gläubiger Christ. Ja, aber ich bin ich jetzt nicht der Allwissende. Du bist doch ein Gläubiger. Ich habe doch auch keinen Computer oder ein Buch. Lass uns doch reden. Du bist doch ein gläubiger Christ, oder? Ich will dir aber was zeigen. Man glaubt mir, ich habe mehr Ahnung von der Bibel als du selber. Deswegen lass uns doch einfach mal reden. Du bist doch ein gläubiger Christ, oder? Darf ich dir keine Fragen stellen? Doch, aber wir reden doch gerade über ein Christentum. Bist du ein gläubiger Christ? Ich bin ein gläubiger Christ, ja. Also mein Glauben tue ich halt jeden Tag immer wieder ein bisschen stärken, ja. Okay. Aber wie wär's mal, wenn du auch mal auf meine Fragen eingehst? Weil du gehst ja kaum auf meine Fragen ein. Was sind denn deine Fragen? Okay, darf ich fragen, ja oder nein? Ja, wenn du nicht ablesen tust, dann frag. Na. Nee, es geht nicht darum, ob ablesen, aber ich muss es dir ja trotzdem zeigen. Kleinen Moment. Ich zeig's dir. Ich muss erstmal meine Kamera drehen, damit du das erstmal selber siehst. So. Okay. Englisch kannst du ja, oder? Kannst du Englisch? Kannst du auch Deutsch reden? Die Community versteht kein Englisch. Ja, aber ich frage dich, kannst du Englisch? Ich meine. Ja, ich kann Englisch jetzt auch. Ich kenne keine Fachbegriffe, aber im Großen und Ganzen kann ich Englisch, ja. Okay, ja. Also guck mal. Wir lesen ja hier, das ist Imam Muslim, kennst du ja, oder? Imam Muslim, kennst du? Sahih Muslim heißt das, nicht Imam Muslim. Ja, aber das ist ein Imam. Imam Muslim. Also Sahih ist ja authentisch. Ich weiß, Sahih Muslim. Okay, aber was willst du mir denn? Stell mir doch einfach die Fragen. Meine Frage ist jetzt, also hier lesen wir ja, the Messenger of Allah said, the semen stays in the womb for 40 days. Also meine Frage ist, die Samen bei einem Mann, bleiben sie bei einer Frau für 40 Nächte? Habe ich kein Wissen. Muss ich fragen, dann könnte ich dir morgen antworten. Weil ich will dir auch nichts. Weißt du was, Google ist doch immer, wir sind doch in einer modernen Welt. Ja, aber warte doch, lass uns das mal kurz mal besprechen, das ist sehr, sehr wichtig, ne? Aber ich will hier dran festhalten. Ich habe darüber kein Wissen. Ich bin kein... Ja, aber du musst doch wissen, wie lange die Samen bei einer Frau bleiben. Das ist doch das Einfachste überhaupt, was man verstehen sollte. Was? Dass die Samen 40 Tage bei deiner Frau bleiben? Die Frage ist, seit wann bleiben die Samen bei einer Frau, also laut Mohammed... Bro, ganz ehrlich, ich kenne diese Überlieferung nicht. Und Arafat, würde ich Frauenarzt werden, was hat das denn damit zu tun? Und wenn von mir aus können die Samen 100 Tage bei der Frau sein, was interessiert mich das? Das ist nicht die Frage, Arafat. Guck mal, okay, wir lassen das weg. Wenn das zu viel ist, dann machen wir was anderes. Das ist die letzte Frage, die ich dir stelle, und dann sind wir. Ich habe keine Ahnung von meiner Religion, weil ich nicht weiß, wie lange der Samen bei einer Frau bleibt. Guck mal, ich drehe mal meine Kamera um, Arafat. Ich habe dir jetzt gerade die Überlieferungskette gezeigt. Und du hast gesagt, du hast ja mehr Wissen in der Bibel als ich. Jetzt zeige ich dir deine eigene Religion und nicht mal das konntest du mir beantworten. Und sagst, darin habe ich aber kein Wissen. Hast du gerade selber gesagt. Und du meinst, ich muss für über alles Wissen haben? Nein, aber okay, du hast ja vorhin... Du bist du hast ja vorhin ein Anhänger von Jesus Christus. Zeig mir, dass Jesus Christus, dass du ihn nachhast. Warte, Arafat, warte doch. Komm mal, Arafat, mich nicht Arafat. Indem du mir irgendwas rausholst. Nein, wir reden doch ganz normal. Arafat, wir reden doch ganz normal. Nein, weißt du, was peinlich bei dir ist? Wenn du nicht weiter kannst und du nennst Allah ist allmächtig, aber der hat aber einen Plan, um uns zu vergeben, dann fragst du mich, ob mein Samen in einer Frau 40 Tage bleibt. Ich kenne nicht alle Hadithe, tut mir leid. Ja, siehst du, ganz einfach erklärt. Du sagst ja gerade eben selber, du kennst nicht alle Hadithe. So kenne ich auch nicht die ganze Bibel. So, sind wir fair miteinander, ja, oder? Okay, jetzt ist da gerade Kaffeepause. Oh, Arafat. Okay. Okay, können wir weiterreden? Ist das okay? Klar. Okay. Also guck mal, du hast ja vorhin selber erwähnt,
ja, vor 300 Leuten. Ich stell dich nicht bloß. Du Du hast kannst ja dich nicht selber bloßstellen. Du gesagt, stellst du dich selber kennst dich bloß. mehr in der Bibel, Arafat. Warte doch kurz. Du hast doch selber vorhin gesagt, vor 300 Leuten, das war vor ungefähr 5 bis 10 Minuten, hast du selber gesagt, du kennst dich in der Bibel besser aus wie ich. Dann habe ich mir gedacht so, okay, er könnte recht haben. So, jetzt zeige ich dir deine Quelle und du kannst mir nicht mal darauf eine Antwort geben und sagst aber, ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht aus. Verstehst du? Also, komm. Weißt du was, warte mal, warte. Weißt du, was ein Hadith ist? Das ist eine authentische Überlieferungskette. Hadithe sind Überlieferungsketten. Okay, wo steht das im Koran drin, dass der Samen 40 Tage da bleibt? Und du musst, warte, bist du Sunni oder bist du Schia? Was ist denn der Unterschied? Ich frage ganz normal. Du Was kannst ist ja oder der nein sagen, ich Unterschied? weiß nicht. Wie bitte? Was ist denn der Unterschied zwischen Sünder und Schia? Jetzt, oh, Arafat, das ist eine ganz normale Frage. Bist du Ist doch Sunni, Norm, aber Schia? du willst doch auf was hinaus, was ich bin. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Sünder und Schia? Ja, also Sunniten glauben ja an die Hadithe. Schia glauben nicht an die Hadithe. Die sind halt, die glauben halt an die Bitte. Überlieferungskette von Ahlul Bayt oder wie das heißt. Also du bist Was ist denn Sunnite, so Ahlul hörst du Bayt? dich an. Du Hausfachbegriffe. Guck mal, weißt du was? Du suchst hier gerade, aber weißt du was? Arafat, hör auf. Arafat, ich hab's dir gerade eben perfekt Warte, dir erklärt. Bitte zuliebe, hör warte doch auf. mal ganz kurz. Dir zuliebe werde ich mich wirklich schlau machen, wie Okay. lange, was nicht wichtig ist in meinen Augen, sage ich dir ehrlich, wie lange ein Okay. Samen, was hat das mit Gott ist, wer Gott ist und Okay. Das ist warte mal, nicht ob er einen Sohn von hat oder mir. nicht, was hat der Samen damit zu tun? Okay, ich drehe noch mal meine Kamera um, damit du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Das sagt dein Prophet, Allahs Messenger, is Alaihissalam. saying that the semen stays in the womb for 40 nights. Und ich frage dich ganz normal, seit wann bleiben Samen bei einer Frau für 40 Nächte? Okay, kannst du das Gegenteil beweisen? Natürlich, selbstverständlich, aber hey, sei mir nicht böse, wenn ich dir das zeige, aber Ja, sag's bitteschön. doch. Wissenschaftlich, 5 Tage bleiben die Samen bei einer Frau und keine 40 Nächte. Sag mal, was hat sich denn der Prophet sich dabei gedacht? Oder beispielsweise, warum sagt er das? Verstehe ich jetzt Aber irgendwie wer nicht. sagt denn, dass er sagt? Hier, ganz normal, Allahs Messenger saying, Aber was, the semen was ist stays in das the für ein womb for Buch? 40 Zeig nights. mir, was ist das für ein Buch? Zeig mir doch das Buch. Wenn du mir, es gibt, ich glaube, Hier, sechs Bücher. bitteschön, Sahih Und wenn es Muslim, Sahih Muslim, Sahih ja, Muslim. aber guck mal, ich Schlag kann doch die die Seite Quelle, selber auf. guck mal, ich kann doch die Quelle nicht überprüfen. Und ich will dir noch was sagen. Hör mal zu. Wenn diese Quelle, wenn der Prophet alles trotzdem das gesagt hat, ich glaube das zu 100%. Okay? Das ist deine Quelle aus dem Internet. Ich muss Sahih Muslim in meiner Hand Nein! haben. Schlag das mal auf, bitte. Okay, schlag mal auf in der Bibel. Da sagte Jesus Christus, ich legte mein Och, Antlitz jetzt auf den Boden Arafat, und bitte sagte, hör oh Herr, auf. hilf mir. Lügt da die Bibel oder warum betet der Gott, Okay, bittet sich okay, selber an? okay. Oh Herr, Ja, hilf komm. mir. Oh Herr, hilf mir. Wo? Wo Sag Herr, es hilf mir. mir. Warte, ich hol's dir raus. Okay, Ich jetzt hol's bin dir ich mal raus. gespannt. Ja, ist doch Jetzt kein warte Problem. ganz kurz, warte. Ich rufe nur kurz einen an und dann sage ich dir die Stelle, dann muss ich dich selber Aber fragen. wen willst du jetzt anrufen? Warte Bleib doch, doch ganz hier. kurz. Arafat, nein, geh nicht weg. Ich Warte bleib doch. hier. Ich habe ein anderes Telefon, aber keine Aber Angst. ruf, telefonier doch nicht. Oh Mann. Ich komme nicht drauf klar, Mann. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mach Alles mal bitte, gut. ist neue Evangelium. Google mal, bring mir, nicht Google, bring mir die Seite, den Beweis und ich zeige Ihnen das. Und hör mal zu, und kannst du mir noch mal übergucken, weil ich bin gerne ein Typ, der gleich es im Sahih Muslim sagte der Prophet, einer sagt das, dass der Samen eines Mannes bei der Frau 40 Tage bleibt. Ist das ein Hadith Sahih oder ein Daif? Sahih Muslim, sehr authentisch. Warte Sahih, kurz, hallo, die ich rede nicht mit dir. Großgelehrten, Du guck bist mal, Googler. Arafat, warte doch kurz. Ich Eure rede doch gerade mit jemand. Großgelehrten. Warte. Oh, Arafat, lass mich doch reden wenigstens. Flex, Die Flex, er Groß. weiß es nicht. Er ruft jemanden, einen Imam an, ob das richtig ist. Sahih al-Muslim, Sahih al-Bukhari. Die sind ja beide authentisch und beide sind Sahih. Es ist nicht Da'if, das ist Sahih. Ja. Was sagst du da?
Es ist Sahih al-Muslim und Sahih al-Bukhari sind beide authentisch, deswegen heißen sie Sahih. Ist authentisch. Richtig, weiß ich ja. Deswegen, ja, da steht geschrieben, den kannst du das ja nicht leugnen. 40 Tage werden die Samen in einer Frau bleiben, aber die Wissenschaft sagt, nein, nur 5 Tage. Wer lügt hier? Guck mal, erstmal, der Prophet, a.s. hat noch nie gelogen. Zu ja, aber warum 40 Nächte? Hör mal zu, ich überprüfe es doch gerade. Ja, der Prüfer. Du musst mir auf die Gelegenheit aber geben. Aber da widerspricht die Wissenschaft. Okay, wir geben Arafat die Zeit. Ist kein ja, Problem, Arafat. Es mal Ordnung, die Wissenschaft, Albert Einstein hat gesagt, dass das Universum nicht sich dehnt. Der Koran hat es gegen bewiesen, dass das Universum sich immer wieder ausdehnt. Also wer lügt hier? Habibi. Ja, aber wir reden hier, von Samen. Sind hier nicht bei Universum. Wir sind hier bei der Samen der Frau. Ja. Oder ganz ehrlich, ihr redet doch über Wissenschaft, okay? Ja, Habibi, wenn Sie über Wissenschaft okay, sagen, okay, alles gut. Arafat, prüf erstmal die Quellen. Arafat, prüf die Quellen, wir warten. Prüf genau. Die Quellen, wir warten. Alles gut. Prüf die Quellen, alles gut. Guck mal, du hast jetzt einen, ich kann dir auch einen reinholen. Der, ihr Habibi, und ihr sucht euch, weißt du was? Wir reden was? Doch über Allah. Bleibt doch über Gott und die Existenz und Jesus Christus. Okay, Ja, aber wir sind noch gar nicht fertig. Aber ich bin kein, wie gesagt, ich bin kein Frauenarzt. Ich kenne okay, diese Arafat, ich kenne nicht alle Hadithe. Habibi Aziz, Khalida nahki, shoy. Habibi, shoy. Tatala. Ist Allah Gott? Naam. Kann Allah Mensch werden? Kif? Kann Allah Mensch werden? Allah kann ich werde die wie soll ich das? Warte mal ganz kurz. Habibi. Ich muss anders mit dem Unterhalt raus. Kein Problem, du kannst so viel Zeit haben, wie du willst. Ja, ist ja kein Problem. Ich meine, die Zeit rennt uns ja nicht davon. Aber ich wollte trotzdem... Arafat, Habibi, wir suchen schon lange Pierre Vogel. Er nimmt keine Debatte mit uns. Sag mal bitte, wir wollen Debatte mit ihm haben. Yalla, Habibi. Komm mal. Aziz. Du hast gesagt, kann Allah Mensch werden, ja? Ja. Allah Azza wa Jal ist niemand eine Rechenschaft schuldig, erstmal. Ja, aber über das, was Leute, wir wissen. Leute, doch eure Herzen, Mann. Was wir wissen, dass Allah Azza wa Jal wird sich nicht sozusagen unterstufen. Warum und ein nicht? Mensch werden. Warum nicht? Weil Allah ganz kurz, Arafat, mir liegt es wirklich zu Herzen. Also, lass uns mal ehrlich sein. Glaubst du ernsthaft? Also, wissenschaftlich wissen wir ganz genau, okay, dass die Samen bei einer Frau 5 Tage bleiben. Wir können doch nicht, also verstehe mich echt nicht falsch, also laut, wenn wir das analysieren und wenn wir jetzt zurück zu Sahih Muslim gehen und dann das lesen, was der Prophet sagt, also der Mohammed, dass die Samen bei einer Frau 40 Nächte bleiben, das ist, was sind das für Spermien? Das müssen ja wirklich ein Mann von 100 Kraft sein, dass diese Spermien so viel, so lange Tage halten. Warte mal. Und somit beweist du, dass Jesus Christus Gott ist? Es geht nicht. Bitte bleiben wir doch bei diesem Thema. Bleiben wir doch bei diesem Thema, Arafat. Bleiben wir bei einem anderen Thema. Nein, lass uns doch erstmal das zu Ende machen. Guck mal, ich bin ja reingekommen, um nicht über Spermien zu reden. Ich bin ja reingekommen, wer Gott ist. Aber es geht um deine Prophetin. Er stellt etwas in den Raum. Ihr beiden Schlauberger. Ihr beide da. Oh Mann, Arafat. Ich muss doch nicht auf dein Zimmer rein. Warte. Ihr sagt, so hat sich Gott in Maria, in Marias Bauch. Laut der Koran, im Tafsir, ist Jesus Christus Gott. Okay, ich schlag sogar die. Wie bitte? Auf. Das steht sogar da drinnen. Moment. Ja. Was sagst du? Wer ist Al-Hakam? Ich schlag den Koran auf. Moment, ich hab's gleich. Alles gut. Ich hab's gleich. Aber ich weiß nicht, was habt ihr gesagt? Arafat, wer ist der Al-Hakam? Welchen Vers meinst du das? Allah ist doch Al-Hakam, oder? Der Richter, einer seinen Namen 99 Namen hat, der Al-Hakam. Wenn Jesus Christus betitelt wird, lauter Gelehrten und Tafsir, und die sagen, Al-Isa bin Maryam hu Al-Hakam. Wo steht das in welchem Vers? Ich hol diesen Vers raus kurz. Moment, ich habe einen anderen. Warte, das ist der 87. Moment, das müsste gleich hier kommen. Guck mal, ich will mich ja auch nicht. Guck mal. Ihr kommt mir mit. Ihr nehmt diese Verse auseinander. Nee. Warte mal. Entweder rede ich jetzt auch. Oder ihr könnt du darfst gleich, okay. Versprochen. Nicht versprochen, gleich, ich rede jetzt. Ich hole mir warte keine doch! Ich will Sure 2, Vers 87 dir zeigen. Er möchte dir was vorlesen, dann kannst du wieder wählen.
Genau. Wir wollen ja ehrlich sein miteinander. Wir wollen ja keine Geschichten erzählen, damit du das ja selber. Und am besten, Arafat, nimm dein Koran, der ist rausgegangen. Ja, der hat ja keine Ahnung von Islam, Bruder. Der hat Wir ja von wollen über Islam den keine Ahnung. Heiligen Geist sprechen im Koran. Nein, Bruder. Bruder, ich kann Ihnen Wir wollen über zeigen, den die Heiligen Gelehrten Geist sagen, sprechen, Jesus Christus Arafat. ist Gott. Man huwa al-Hakim, Allah hat 99 Namen al-Hakim. Und was sagen die Gelehrten? Inna al-Hakim, innahu Isa ibn Maryam. Der Hakim, der Richter, ist der Sohn Maryam, Jesus Christus. Und wir lesen in der Bibel, was sagt Jesus Christus? Nicht mein Vater wird richten, sondern ich werde richten. Wer ist Jesus Ja. Christus? Der König über die Könige, al-Malik al-Muluk. Warte kurz, wahre Glaube. Wir können gleich das durchgehen. Bitte. Arafat, warum gehst du? Ich wollte mit dir das kurz besprechen hier. Guck mal. Und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Arafat, ich wollte dir nur was Schönes zeigen. Und deswegen, ich Oh, habe ihm gesagt, Mann. er soll uns Pia Vogel holen. Arafat Habibi, wir lieben dich. Der Jesus Christus möge deine Augen öffnen. Wir suchen Pia Vogel. Sag Pia Vogel, diese hier, die Christen, sagen, komm zur Debatte. Entweder ich oder Elia Nathan. Ja. Oder Bruder Khanja. Schade, schade, schade. Ich wollte eigentlich noch mit ich wollte noch mit ihm Schade, sprechen, Bruder. aber Gottes Segen, Bruder. Sehr, sehr, sehr Shalom, schade. Habibi. Ich hatte ihn zerstört, ja, aber Ich er ist hab's leider verpasst. abgehauen. Bruder, ich hab's verpasst. Ich habe gerade Dauer gemacht. Ich hab's leider verpasst. Wie geht's dir, Flex, Bruder, jetzt? Danke, Herrn. Alle Ehre dafür. Flex, man hört Mal dich nicht. zeigen, dass der Jetzt. Heilige Geist im Koran vorkommt und schon weg. Bruder, dieses Thema habe ich vor 10 Minuten gehabt, über den Heiligen Geist im Koran, Bruder. Genau das. Bruder, du warst doch dabei, der wahre Glaube, ne, wo ich das erwähnt habe. Wir waren da oben. Ja. Wir haben noch ein, ey, vor 10 Minuten, Flex, wir haben darüber gesprochen. Ich Ich habe sage gesagt. über Arafat, er kennt den Islam nicht so richtig. Dann ruft er seinen Imam an, er geht nie dran. Aber dein Imam Nein. kann dieses, was Flexer vorgelesen hat, Sahih al-Muslim niemals widersprechen. Was Sahih al-Muslim ist, ja Sahih eingestuft, heißt das. Er und Sahih Das al-Bukhari. habe ich Deswegen Ihnen heißt es gleich ja Sahih erklärt. Das habe ich Ihnen ja al-Muslim, auch Sahih gesagt. al-Bukhari. Und Hadith sind ja Gedichte, ja, sind ja, da sind ja von Sahih al-Bukhari, die sind ja geprüft worden und Sahih al-Muslim, das von Sahaba, was gesagt worden ist, das sind die Geschichten des Sahaba, die Richtig. Nachfolge von Muhammad. Ja. Abu Huraira, Ibn Abbas und jenes das. Richtig. Also, Arafat, falls du mich immer noch beobachtest, ich wollte nur den Heiligen Geist im Koran zeigen. Und Bruder, das hat das uns brauchen quasi wir nicht. Das erklärt. brauchen wir nicht, Flexer. Ich wollte ihm klar und deutlich das zeigen, dass Allah ein Mensch ist. Klar und deutlich. Ja. Aber Bruder, jetzt bevor wir gehen, dass er ein Mensch ist, kein Muslim kann uns erklären, wer ist der Heilige Geist im Koran, Al-Ruh al-Qudus. Wer ist Keiner es? kann es. Ich weiß, ich habe diese Frage schon. Philosophieren, Bruder. Ich weiß. Philosophieren. Er ist Ich Djibril. weiß. Wo steht, dass er Djibril ist? Wie zeigen Guck wir mal, sofort eine Quelle? wenn wir schon Sure 2, Vers 87 lesen, da wird ganz klar gesagt, dass Isa die Kraft gegeben wird, den Heiligen Geist und Beweis und stärken ihn mit dem Heiligen Geist. Also wo steht hier Djibril? Richtig. Wir lesen hier nichts von Djibril. Isa wird mit dem Heiligen Geist gestärkt. Da steht nichts mit Djibril. Bruder, wenn Und die sagen, ich wollte unseren Arafat einfach mal zeigen, hey, guck mal, der Heilige Geist kommt vor. Ne? Bruder, Also ich sag mal, Arafat, ich hoffe, du da kommst kommt er, da hier. kann er mit Khanjar reden. Khanjar, ihm auch. Hey, kein Problem. Ja. So hochkommen. So Lass ihn gerne hochkommen, hochkommen. lass ihn hochkommen. Weil, wie gesagt, das würde mich auch interessieren. Ne? Also der ist da, ich glaube, ja, der ist auch. Der ist auch. Okay. Mein Akku ist kaputt, ja. Kein Problem. Wir dachten, Guten du bist Abend. abgehauen, Arafat. Guten Abend, Arafat. Wie Salamu bitte? Wir dachten, du bist abgehauen. Nein. Warte mal, du bist derjenige, der abhaut. Ich hau vor sowas nicht ab. Ich schaue ihn niemals Ich bin an. noch nie vor irgendwas abgehauen. Wir auch nicht, Arafat. Wir sind Wir für Jesus dürfen Christus. vor der Wahrheit nicht abhauen. Ich bin der Genau. Letzte, der auf. Aber Richtig. weißt du was? Hol mir bitte noch einen rein, ja, wenn du ja schon so bist. Und mir mal bitte, warte mal, ich sag dir, wie der heißt. Wie heißt der? Wie heißt der? der? Arafat, bring mir Pia Vogel, Pia Vogel.
Oder Pia Vogel, hol Pia Vogel rein. Ist kein Problem. Hol mal den Pia Vogel rein. Ihr denkt, ihr bestimmt, wenn ihr reinkommt, wenn ihr nicht reinkommt. Wir empfehlen es dir nur als Stütze, mehr nicht. Ja, ich brauche für euch keine Stütze. Okay, dann hier, Bruder Khan, ich bleibe stumm. Die können nächstes Mal reden. Okay. Arafat. Ist er noch da? Ja, der ist da. Aha. Oder Marcel Krass reinholen. Komm, holt die Leute mal rein hier. Bruder, für mich ist schon mal wichtig, er hat gesagt, er ist natürlich nicht abgehauen. Vor der Wahrheit sollen wir auch nicht abhauen. Er ist hier, schon mal Respekt, dass er hier ist. Abdel Halim Hamza rein? Wer? Er hat Anfrage geschickt. Abdel Halim. Ah, okay. Okay, alles klar. Da habe ich. So. Bitte. Wo waren wir stehen geblieben? So. So, Habibi, sag ihn, Bruder, der, komm. Nee, mach mal. Habibi, hol. Jalla, mach. Wir haben Sahih al-Muslim. Wie lange bleibt der Same des Mannes in einer Frau? Laut der Sahih al-Muslim sagt er 40 Tage. Aber die Wissenschaft sagt 5 Tage. Wer hat recht jetzt? Abdul Alim. Na, zunächst einmal nicht genau, was geht. Der Bruder Arafat hat mich gerade kontaktiert. Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, auch dass ich dann etwas besser vorbereitet bin. Kennst du den Hadith von dem Propheten al-Islam, der besagt, ich kenne ihn wirklich nicht, dass der Samen eines Mannes 40 Tage bei der Frau drin bleibt? 40 Nächte, 40 Nights. Boah, Alim, ich kann mich gerade nicht erinnern, aber kann sein. Ich möchte es nicht verleugnen, ich weiß es gerade. Okay, die Frage ist aber, wissenschaftlich, Alim, wie lange bleiben denn die Samen bei einer Frau? Zunächst einmal, Flex heißt, oder? Ja, Flex, genau. Okay, Flex. Danke. Die Wissenschaft, du weißt selbst, die Wissenschaft ist eine Sache, die sich immer wieder ändert, im Sinne dessen, dass Dinge, die vor 20 Jahren, 30 Jahren, egal in welchem Bereich der Wissenschaft, als etwas verkauft wurden, was umstritten ist. Hamza, lauf nicht weg. Bleibe dabei. Gib nur einen Gegen. Gib ein Gegenwort aus deinem Quelle, sagt, das stimmt nicht. Brauchst du nicht ja sagen, die widerspricht dich. Ich weiß nicht, wer du bist und ich weiß nicht, warum ich weglaufen sollte. Ich bin ja hier freiwillig reingekommen. Nein, er meint, wenn du was begründest, dann bitte mit der Quelle. Genau. Die Wissenschaft ist eine Sache, die sich ständig ändert. Warum? Weil vieles, was als Wissenschaft verkauft wird. Okay. Kannst du deine Aussage jetzt irgendwie mit einer Quelle? Vielleicht? Genau. Also guck mal, Ali, ich zeig dir meine Quelle. Moment. Ich zeig die Quelle, weil es ist viel, viel besser, wie wenn wir nur herausreden. Also. Sahih Muslim, akzeptierst du das? Bist du Sunni oder bist du Schiite? Selbstverständlich, Sunnite. Du bist Sunnite. Okay, hier haben wir einen Sahih Muslim, Imam Muslim. Okay, Sahih, sehr authentisch. Sahih al-Bukhari, kennst du ja wahrscheinlich auch. 2645c, okay. Hier sehen wir ganz genau, dass der Allah, der Messenger, sagt, die Samen bleiben in dem Mutterleib für mehr als, vor 40 Nights, also 40 Nächte. Mhm. Die Frage ist aber, stimmt das denn? Was sagst du denn dazu? Ist das richtig, dass die Samen von einem Mann 40 Nächte bei einer Frau bleiben im Mutterleib? Das wird verfolgt, also, Mann. Warte, hör mal zu. Erstmal, ihr müsst das verstehen. Ich habe mir das jetzt durchgelesen. Der Same wird verfaulen, 40 Tage. Warte mal, Bruder, nicht verfaulen. Hier ist die Rede. Guck mal, ganz ehrlich, du kannst dich lustig über dich machen, okay? Ich erlaube hier niemandem ein lustig über den Propheten alles zusammen zu machen und diesen Hadith einfach so zu nehmen. Das dieser ist so. Samen, du kannst nicht anders hör mal machen. Zu, bitte. Ob das dir passt oder nicht. Hör mir zu, ich erkläre dir, Embryologie ist ein bisschen schwer für dich. Okay, erzähl. Aber okay. Embryologie ist auch in der Bibel anders ausgesagt worden. Ali Dariqa, bist gut. Erzähl. Okay, hör mir zu. Der Samen, Abu Alim, er meint damit, wenn eine Schwangerschaft stattfindet, bleibt der Samen, jetzt, ich lese euch vor, bleibt der Samen 40 Tage. Im vierten Hadith von An-Nawawi über die Schöpfung des Menschen steht 40 Tage als Samen, 40 Tage als Blutgrinsel, 40 Tage als Bröckchen Fleisch und dann wird die Seele eingehaucht.
Okay? Nur wenn eine Schwangerschaft, Mann, du kannst mir schreiben, was du willst, wenn eine Schwangerschaft stattfindet, wenn keine Schwangerschaft stattfindet, dann geht der raus. Okay? Und komm mir nicht an, da kannst also du so 40 reden, Tage wie du bleibt der Samen in einer Frau drin. Und hör mir mal zu, dann geh Google Embryologie. Es ja, ist aber keine Embryologie. Weißt du überhaupt, was ein Embryologie-Bot ist, Arafat? Wie wird denn ein... Was ist eine Embryologie? Kannst du uns das mal erklären? Weil ich glaube, du hast es total... Was ist eine Embryologie? Genau. Erklär uns das mal. Du hast den Begriff total falsch verstanden. Das ist eine Religion, Jungs. Guck mal, ganz ehrlich, du bist um so ein Kind, zeigst mir immer auf Google Wissenschaft. Nochmal, wenn... Der oh, Arafat, bitte hör auf. Guck mal, ich bin... Was ist eure Religion? Was ist denn eure Religion? Hier geht nicht um Religion, hier geht um Islamwissenschaft. Also ganz ehrlich, wir haben ihr habt eine Frage gestellt, welche Religion haben wir? Ihr habt gefragt, welche Religion. Hör mal zu, Arafat, du hast doch eine Frage gestellt. Du hast gesagt, wir haben keine Religion. Das müssen wir jetzt klarstellen. Wir sind, ganz kurz, Arafat, du hast gesagt, wahre Glaube, Dariqa, er hat gesagt, wir haben keine Religion. Wir sind erstmal die Leute, Ahlul Haqq. Wir sind die Leute der Wahrheit. Okay? Die Ahlul Al-Kitab, die Leute der Wahrheit, erstens mal. Zweitens, wenn ihr sagt, wir haben keinen Glaube, kann ich es sagen, ihr seid aus biblischer Sicht Götzendiener. Richtig. Richtig. So, das heißt, ich meine es nicht böse, sondern aus biblischer Sicht, wie aus koranischer Sicht wir für euch Kuffar sind, seid ihr für uns Götzendiener. Ihr seid Mushriki. So. Ihr seid ja aber Götzendiener, schwarze Stein. Also, wir müssen es weiter jetzt machen. Jetzt müssen wir weitermachen. Kannst du mir erklären, Arafat oder Abdul Alam, kannst du mir erklären, der Heilige Geist zum Beispiel ist? Weil ihr wollt irgendwie nicht auf diese Embryologie, ihr sagt Embryologie, aber es hat mit der Embryologie nichts zu tun, es hat mit dem Sperma zu tun. Aber ihr kommt irgendwie nicht weiter. Nein, ihr habt keinen. Arafat, du weißt nicht, was eine Embryologie überhaupt ist. Definiere mir Embryologie. Die Frau, wenn sie Schwangerschaft, wenn der Eisprung, der Samen rein, bleibt da 40 Tage, weil danach wird, dann gibt es 40 Tage so, 40 Tage so, 40 Tage so. Das kannst du nicht ändern. Und weißt du was, geh zum Frauenarzt, er erklärt es dir. Ich brauche 5 Tage, ja, weißt du was, wenn du mit Platzpatronen schießt, dann geht es wieder raus. Okay? Arafat. Stimmt schon. Arafat, du weißt nicht, was eine Embryologie überhaupt ist. Hier geht's um Schwierigkeiten. Was ist denn eine Embryologie, Arafat? Und wenn wir über Götzendiener reden, ja, in der Bibel steht und legt Gott keine Götzen bei. Wer betet denn die ganze Zeit Figuren und Arafat, Kreuzer? Arafat, wir machen das gleich. Aber guck mal, als erste Stelle, wir reden hier, weil du verwendest Begriffe, die du gar nicht kennst. Kannst du Embryologie überhaupt definieren? Weil ich glaube, du verstehst den... Ich selber nicht. Ich wollte das jetzt nachgoogeln und ich will niemanden beleidigen. Abdul Alam, er hat was gesagt, was gar nichts damit... Nein, aber er tut so, als wäre ein Biologe. Nein, ist er nicht und sind wir alle nicht. Aber warum tut er dann so, Abdul Alam? Okay, Arafat, erklär uns doch mal, was eine Embryologie ist. Arafat, erklär uns mal, was eine Embryologie ist. 40 Tage als Bröckchen Fleisch und dann wird die Seele eingehaucht. Widerspricht das nicht der modernen Medizin, denn die Herzschläge beginnen mit der 7. Woche, okay? Okay, Arafat, erklär uns mal Embryologie, bitte. Es Seele. Okay, ich habe es hier gerade erklärt. Und wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist... Nein, du bist der deutschen Sprache nicht mächtig, sonst hättest du direkt erklärt, was eine Embryologie ist. Genau. Arafat, so. Mal an. Warte, tipp mal bitte nochmal auf die 5 Tage. Kannst du nochmal mit deinem Stift, dass die Leute das sehen? Lesen. Ja, genau. Jungs, nochmal zu meiner Frage bitte, ohne dass jemand dazwischen redet. Welcher Religion gehört ihr an? Seid ihr Christen? Wir haben keine Religion. Ich weiß nicht, ob du zugehört hast, Abdul Alam. Wir sind die Ahl al-Kitab. Wir sind die Leute der Schrift. Wir haben die Wahrheit. Das heißt, wir sind die Anhänger von wen? Von Jesu al-Messiah. Ahl al-Kitab. Du als Muslim müsstest du direkt wissen, wer die Ahl al-Kitab sind. Also haben wir eure eigene Religion geformt sozusagen. Guck mal, die wissen nicht mal die Entstehung der Entwicklung der befruchteten Eizelle. Tut mir Arafat, du weißt nicht, was eine Embryologie überhaupt ist. Warum bist du so hochmütig? Bleib doch sachlich. Weil Hochmut, du machst dir mit deinem Hochmut selber ein Eigentor, Arafat. Bleib doch lieber demütig, lass dir Abul Alim reden, weil sonst blamierst du deinen Islam. Ich meine es nicht böse. Was ihr nicht versteht hier, nicht jeder Muslim muss
genau verstehen, wie viele Eizelle... Der wahre Glaube wollte gerade so Abdul Alim was sagen. Ganz kurz bitte, sonst wird es zu viel. Ganz kurz. Schau mal. Der Bruder Dede hat gesagt, was ist der Heilige Geist laut der Koran? Bitte, Abdul Alim. Genau. Schaut mal, wir können gerne gleich dazu kommen, gar kein Problem. Aber lasst uns bitte bei einem Punkt bleiben, bevor wir zum nächsten Punkt übergehen. Der Bruder Dede sagt, Heiliger Geist. Hör mal zu, das ist Jibril a.s., ohne Zweifel. Das ist die Meinung der Gelehrten und das ist das, was die Mufassirin in ihrem Tefers sagt. Was sagst du, Bruder? Welche Sure? Von welcher Sure redest du? Kudus zum Beispiel. Und wir stärken ihn mit dem Heiligen Geist. Okay, Wo sehen wir hier, dass Jibril damit gemeint ist? Wo sehen wir hier Jibril? Also, wir lesen von hier, und wir gaben Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Okay. Also, er wurde, also Isa, Konsens darüber. Moment, lass mich nur kurz lesen. Und wir stärkten ihn, also Isa wurde mit dem Heiligen Geist gestärkt. Richtig, mit Jibril, Isa. Ja, und wo ist hier Jibril? Wo? Bring mir doch ein Tafsir oder eine Erklärung. Hat den Allah Azzawajal genannt. Okay, kannst du uns eine Quelle geben, Abdul Alim? Überall könnt ihr es nachholen. Wenn ihr Nein, guck mal, Habibi, ganz kurz, Dakika. Du hast uns jetzt eine Antwort gegeben, wir haben dir eine Quelle gegeben, jetzt bist du in der Beweispflicht, uns quasi so deine Antwort, Google. Habibi, so funktioniert Habibi, aber so wie alles nicht. Andere, Google, Dakika. Einfach irgendwie Dakika, ganz kurz, du kommst mit deiner Aussage, ich bitte dich, sie jetzt zu belegen. Belehre uns mit der Wahrheit, Habib Albi, ganz kurz. Ihre eigene Religion geformt. Nein, nochmal, guck mal, du sagst jetzt, was bitte belege es mit einer Quelle. Warte kurz. Belege uns doch mal. Du hast jetzt eine Aussage getätigt. Bitte belege uns. Aber ich habe sie auch mit den Samen belegt und du gehst nicht mehr drauf ein. Du weißt nicht, was eine Epologie ist. Mit den Samen hast du gar nichts widerlegt. Da weißt du nicht, was eine Epologie ist. Deswegen müssen wir weitermachen. Du weißt nicht mal, was eine Epologie ist. Also bitte. Abdul Alim, du bist ja ein Imam. Guck mal, wir haben jetzt Respekt vor dir. Du bist hochgekommen. Erkläre mir bitte, wer ist der Heilige Geist? Jetzt musst du dein Argument musst du jetzt sofort belegen mit einer Quelle. Yalla, wir stummen uns. Du hast die Bühne. Oder ich brauche keine Bühne, aber vielen Dank dafür. Nein, du hast Mikrofon. Wenn ihr Arabisch könnt, weil ihr wisst, im Deutschen ist nicht allzu viel übersetzt, wenn ihr Arabisch könnt. Deswegen können wir Arabisch, falsch du was Falsches sagst. Arabisch kann man nicht übersetzen, Arabisch ist sehr schwer. Können dir alle Dialekte von Bilal sagen. Ihr nehmt noch eine Übersetzung des Korans, aber zur selben Zeit sagt ihr, Arabisch kann man nicht übersetzen. Abdul Alim, sag uns bitte, du hast jetzt ein Argument gebracht mit Jibril, gib uns eine Quelle, ich bitte. Die Mufassirin, die Gelehrten. Gib mir einen. Kannst du eben Kathir eingeben? Warum gibst du uns jetzt eine Quelle, Habibi? Das ist unprofessionell, was du machst. Können Ulama al-Mufassirin Fehler machen? Natürlich können sie Fehler machen. Aber hierin gibt es. Guck mal, jetzt warten wir. Ulama können Fehler machen. Wir vertrauen nicht auf die Ulama. Jeder Mensch macht Fehler, natürlich. Okay, das ist richtig. Und sagen wir, Koran sagt Heiliger Geist. Mehr nicht. Wer ist der Heilige Geist jetzt? Es gibt Ijma, Habibi, es gibt Ijma, Konsens der Gelehrten mit Ruh und Qudus. Ruh und Qudus ist ja ohne Konsens und Ijma und die Überlieferung. Können wir das nicht übersetzen? Ruh und Qudus ist ja kein Malak. Er ist ja kein Engel. Ruh und Qudus ist der Geist. Aber wenn der Prophet a.s. gesagt hat, Ruh und Qudus ist Jibril a.s., dann brauchen wir nicht das. Wo steht das? Auch Haditha gibt es sicherlich darüber. Gib mir jetzt sofort eine Quelle. Wisst ihr, wie ihr sagt? Dann gib uns die Quelle. Also, ich sage dir, warum Abdul Alim. Ich sage dir, warum ich sage mit der Quelle. Ganz kurz. Der Bruder Flex. Ich kann dir nicht erklären, was eine Embryologie ist. Ich rede doch gerade. Das ist ja gerade unhöflich. Ich habe dir gesagt, ein Fickel einer Eizelle und es daraus resultiert ein Embryos. Hast du mir nicht zugehört? Ganz kurz, Arafat. Gib du mir doch einen Beweis. Der Bruder Flex hat zum Beispiel die Quelle in der Kamera. Er zeigt jetzt in der Kamera die Quelle. Jetzt seid ihr in der Beweispflicht, weil ihr sagt, es ist Jibril. Obwohl da nicht Jibril steht, dann bitte. Wir machen jetzt Redezeit, weil das ist sonst... Hier ist die Quelle. Al-Quran, Koran und Karim ist hier vor deinen Augen. Hier ist die Kamera an. Hier ist die Quelle. Koran und Karim ist auf Arabisch. Wo ist die Quelle?
Also Arafat, dieses Argument ist sehr schwach, weil du blamierst dich gerade. Arafat, es ist dein Koran, Arafat. Das Problem ist, ihr habt immer Angst, wenn Leute Arabisch sprechen können, dann habt ihr immer Angst vor sowas. Warte, ganz kurz. Ich möchte nur kurz was zu Arafat sagen. Bitte schön. Das ist Sura 2, Sura 2, Vers 87. Dann bring uns bitte einen Beweis, dass das hier, dass es hier sich um Engel Jibril handelt. Dieser Ayah auf Arabisch. Dann wirst du es finden. Schlag auf, du bist ja in der Beweispflicht. Komm, wir machen dich groß, weil schon wenn du es schon sagst, dann machen wir dich groß. Mach ihn groß. Genau, yalla. Yalla, du bist dran. Wir stummen uns alle, und zeigen uns bitte die Quellen. Ein jeder, der Arabisch kann, soll einfach bei Google eingeben, so wie alles andere bei Google. Das ist schwach argumentiert. So funktioniert, das nicht. So funktioniert doch, ihr gebt doch auch alles bei Google ein und erklärt uns hier. Bitte. Zeig mal, warte, warte, warte. Du möchtest nicht, dass es bei Google eingetippt wird, aber du darfst machen. Ja. Warte. Du bist, Alim, du bist ein Gelehrter. Nein, ich bin ein Niemand. Ich bin ein einfacher Buch. Ja, du hast dein Buch, du hast die Tafsir, Ibn Kassir, Al-Qurtubi, egal, mach mal auf und zeig uns auf Arabisch. Tafadal, Habibi. Habibi, ich sag dir, ich mach's dir noch einfacher. Bevor ich dir irgendein Buch aufschlage, gib einfach bei Google ein, du wirst etliche Quellen finden. Sehr enttäuschend. Finden und ihr werdet die Antwort finden. Aber ihr wollt gar keine Antwort Guck mal, finden. Arafat hat sich die Mühe gegeben, dich extra hier reinzuholen und du blamierst ihn sogar noch, Abdullah. Nein, nein, ich blamiere niemanden. Wirklich? Weder. Doch. Du hast den Arafat blamiert. Nein, wir dachten, jetzt kriegt er nur eine Stütze. Statt eine Stütze hast du ihn sogar seinen Rücken gebrochen. In allen Tafsir kannst du es nachlesen. Ich habe niemandem was gebrochen oder so. Du hast ihn den Rücken gebrochen, Habib Albi. Google, ihr wollt Fitna machen, kein Problem. Guck mal, hier in diesem Stream, wir sind keine Schiuch, sondern wir sind ganz einfache Leute, wir sind Gläubige. Wir sind die Mini, ganz kurz. Wir sind Gläubige. Wir wollen über die Wahrheit sprechen. Und nicht Zeit verschwenden, um über die Wahrheit sprechen. Zwei Nachts habt ihr dieses Thema. Alim Hamza, bitte, du hast die Bühne, schlag die Quelle auf, du bist in der Beweispflicht und widerlege. Alim, wir machen es anders. Sag mir bitte, wo Jesus Christus, weil so haben wir angefangen. Weil jetzt Nein, wir bleiben bei einem Thema, wir springen nicht. Arafat, wir bleiben springen. Wo, bitte schön. Wo, bitteschön, ihr sagt, wir sind Götzendiener. Abu Wer Shaka, betet Habibi. Ein Kreuz an? Wir oder bitte bleiben wir beim Thema. Betet ihr ein Kreuz an oder beten wir ein Kreuz an? Nein, wir beten kein Kreuz an, wir beten keinen Stein an, ihr betet den schwarzen Stein Al-Kaaba. Nein, bitte nicht. Wir wissen, dass dieser Stein weder Nutzen noch Schaden mit sich bringt. Warum gießt ihn dann? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wenn der Prophet sich vom Fenster schmeißt, macht er das auch. Hat aber nicht sallallahu alaihi wa sallam. Aber er hat den schwarzen Stein geküsst. Sogar Omar hat gesagt, wenn ich nicht sehen würde, dass der Prophet ihn küsst, würde ich ihn niemals küssen. Das heißt, ihr vertraut ihm blind. Das heißt, ihr seid Juhal. Ihr glaubt blind an eine Sache. Ja? Obwohl ihr all das, was vom Propheten alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Alles klar. Okay, so. Jesus Christus hat nie ein Arafat, wir kommen gleich zur Embryologie wieder zu dir gleich. Kein Problem. So, ich hab dir doch Embryologie. Abdul Alam, du bist ja die Stütze, der Muhammad von Arafat. Ich muss du bist hierher gekommen, um ihn zu stützen. Ja, Bruder, ich muss kurz was erwähnen. Guck mal, Alim, okay, wir machen dich jetzt nochmal ganz groß. Du bringst uns einen Beweis auf Arabisch. Aziz, wir übersetzen dir das sofort. Okay, der wahre Glaube kann sehr gut Arabisch und dann schauen wir, ob es zu diesem Sure passt, ja, diese Erklärung, okay? Was auch immer, Tafsir, was auch immer, ist gar kein Problem. Wir machen dich jetzt wieder groß und bitte bring uns die Quelle, widerlege uns mit dieser Quelle, okay, Aziz? Wir machen dich wieder groß. Ich mache jetzt mal die aus. Hello, aus. Ja, genau. Und dann, wir machen ihn wieder groß, er soll die Quelle bringen. Richtig. So, jetzt. Warum stellst du mich auf stumm? Nee, ich habe Show gemacht. Da ist jeder stumm. Alles gut. Nein, du machst deine Show. Aber du Arafat, entscheidest nicht so emotional. Arafat, warum bist du so emotional? Mach doch langsam, wir streiten uns. Arafat, alles okay. Es ist doch ein normales Gespräch, Arafat. Ich weiß, was du in Arabisch geredet hast die ganze Zeit. Nein, er hat ja gar nicht gesagt. Warum stimmst du? Warte mal. Was habe ich auf Arabisch gesagt? Warte mal, Jahel, ganz kurz. Arafat. Warum fühlst du dich angegriffen, wenn ich gesagt habe, Juhal? Inti Jahel. Inti Jahel. Inti Salami.
Warte mal, Arafat, was ist denn jetzt los? Warum? Was ist denn jetzt schon wieder los? Du verstehst die arabische Sprache nicht. Ja, aber was ist denn jetzt los? Guck mal, Arafat, du bist doch in Frieden gekommen, oder nicht, oder? Mit dir rede ich doch gar nicht, Flex. Ich rede mit denen, okay? Wenn man hier niemanden bedrohen und niemanden beschimpfen. Ja, aber es ist doch alles okay. Du hast zuerst beleidigt auf Arabisch, für mich? Keiner hat beleidigt, sag einfach. Keiner hat beleidigt. Aber wenn man keine Ahnung hat über seinen Glauben und hochkommt, dann blamiert man sich ein bisschen. Das ist ein Jahr. Ich hab keine Ahnung. Weißt du, was ihr sagt? Guck mal, weißt du, was das Problem ist? Bitte schön. Wenn ihr mit, wie Ali radiallahu anhu gesagt hat, er hat mit wissenden Leuten geredet, ja, er hat sie alle fertig gemacht. Aber wenn er mit Jahil redet, hast du keine Chance. Und ihr seid Juhal. Okay, wenn wir Juhal sind, wieso kannst du uns nicht mal erklären, wer der Heilige Geist ist, wenn wir Juhal sind? Aber dann erklär uns doch den Heiligen Geist. Ich habe geredet über den Samen. Ich habe euch bewiesen, was der Samen ist. Nein, du hast da nichts. Du hast gar nichts. Im Gegenteil. Du hast gar nichts bewiesen. Ich habe dir den. Guck mal, du nimmst eine Zeile, aber. Ich habe dir gesagt, wenn die Eizelle befruchtet wird, dann bleibt der Samen erst 40 Tage. Dann 40 Tage. Und was ist dann eine Embryologie? Das steht nicht so in dem Hadith. Das steht nicht im Hadith. Das nennt man arabische Philosophie, nennt man sowas, Arafat. Hör mal zu, mit dem Ausdruck der Geist der Heiligkeit ist der Engel Gabriel gemeint. Wo steht das? Der mit den Abgaben zu Mohammed. Wo steht das? Ich erkläre dir, wo das steht. Warte kurz. Jalla. Ja, wir geben ihm Zeit, Leute, wir geben ihm Zeit. Du brauchst mir keine Zeit geben, du musst dich auf schlau so tun, wirklich. Aber das ist, weißt du, was das Krasse ist? Allah. Warte, hab ich. Kein Problem, Arafat, wir haben alle Zeit für dich. Allah. Surat al warte. Surat al Nahl. Mhm. Ja. Vorlesen bitte. Aya. Warte. Surat al Nahl. Ja, die Bienen. Lass da. Weil ihr holt es ja gerne auf. Alles gut. Surat al Nahl. Vers. Warte. Flex, du kannst gleich die Seite dann zeigen, die er gerade gleich vorsagt. Perfekt. Soll die kurz nur raussuchen. Perfekt, Bruder, perfekt. Aramea, Bruder, ich küsse dein Herz, Mann. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ist dein Arsch, ist dasselbe. Hey, Arafat, warum bist du so persönlich, Mann? Weil ihr seid Ablenker. Man erklärt euch erst die Samen. Nein, ich lenk doch gar nicht ab. Wenn ihr nicht weiter könnt, fängt ihr immer weiter. Ja, aber warte mal, du bist doch in Frieden gekommen. Warum bist du auf einmal so emotional? Du kennst keinen Frieden. Du bist ein Jahil. Ich? Und du? Du bist kein Jahil, oder wie? Nee. Lass mal. Ist ein Scherz. Arafat ist das normal bei Arafat. Aber Arafat, warum bist du jetzt auf einmal so persönlich so? Allah. Egal, Bruder, wir lassen ihn. Er soll sich Zeit nehmen, Bruder. Kein Problem. Wir haben Ihtiram, kein Problem, Bruder. Weißt du, wie link du bist? Du redest auf Arabisch anders und dann sagst du auf Deutsch, Inti Mannach Muhtaram. Ich hab doch nur. Warte mal. Nicht beschimpft, Arafat. Inti Mannach Muhtaram. Inti Bilmarra Uskut. Habibi, wir haben gar nicht gesagt. Du sagst auf Arabisch, ich hab dir was gesagt. Sag mir bitte, was wir auf Arabisch gesagt haben. Leg deine Hand auf den Koran, dass wir irgendwas Schlechtes gesagt haben. Sure 16, Vers 102. Mach mal Flex, Bruder. Kleinen Moment. Sure was? Alem, ich hab's dir auch geschickt. 1602, sagt er. 1602, okay. Oder Sure 2 und noch in 87 genauso im Tafsir, Jibril, genau. Ja, warte mal. Sure 16, Vers 102. Okay, jetzt schauen wir mal. Der Geist der Heiligkeit ist Gott. Der Engel Geist. Ja, das werden wir gleich sehen. Ich sehe das gerade nicht so. Offenbarung zu Muhammad. Allah. Wir schauen jetzt. Warte mal, warum sagst du La'anatullah? Warum sagst du sowas zu uns? Lass ihn. Der Herr Jesus Christus segne dich. Ich habe das so gelesen. Der Herr Jesus Christus segne dich, Habibi Abu Shakar. Der verflucht uns, überleg mal, krass. Arafat, ich habe echt eine ernste Frage, Mann. Warum bist du so persönlich gegenüber uns? Wir sind normal zu dir. Guck mal, weißt du, was das Problem ist? Ihr sucht nicht nur, ihr wollt nur
in die Irreleitung gehen. Du hast erst mal gesagt, mit den Samen. Wir reden doch ganz normal mit dir, Mann. Habe ich dir erklärt, der Samen findet statt, wenn sie befruchtet ist, bleibt der Samen 40 Tage. Dann gibt es 40 Tage andere Schritte. Dann sagst du mir, guck mal, Wissenschaft, weißt du was? Wenn du mit Platzpatronen schießt, dann geht 5 Minuten nach 5 Tagen. Da steht aber nicht ein Hadith. Der steht aber nicht in den Hadithen drin. Ich habe dir doch den Hadith vorgelesen. Du willst ihn doch gar nicht hören. Da steht nicht ein Hadith. Hör mal zu. Hadith, Hadith, mein Freund. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Hadith steht das nicht. Alles das ist, und wenn du nicht weißt, was ein Tafsir von einem Hadith ist, es ist deine Frage. Nochmal. Hier, im vierten Hadith von An-Nawawi. Ja, aber, die Schöpfung des Menschen. An-Nawawi sagt, du kannst sogar mit Esel, mit Tiere es Bonga-Bonga machen. Nimmst du das auch an? Oh Mann. Sagt einer deinesgleichen hat das. Hast du mich verstanden? Nee, An-Nawawi, der sagt das. Jetzt wirst du beleidigen. Sollst du beleidigen? Adab. Da steht in deine Gelehrte. Hör mal zu, guck mal, du wolltest genau wissen, was die 5 Tage bedeuten. Ich erkläre sie dir und dann, du bist ein Scheitan. So funktioniert ein Scheitan. Dann ist da wieder was anderes. Scheitani oder Djinn? Ich frag nur. Nee, jetzt ohne Spaß, ich frag nur. Er hat gesagt, Sura An-Nahl, also 102. So, weil sie fetten, Qala nazalla Ruh al-Qudus. Hier steht wieder Ruh al-Qudus, kein Jibril. Der Heilige Geist. Warum hast du Alim gestummt? Nein, wir haben niemanden gestummt. Wir haben niemanden gestummt. Er studiert. Ja, Halle. Nee. Er macht Kaffeepause, ich habe ihn nicht gestummt. Also ich habe niemanden gestummt. Er kann niemanden. Dir nicht helfen, Abu Shaka. La haula la quwwata illa billah. Guck mal, hör mal zu, im Koran steht eine Wollen wir jetzt Sure 16, Vers 102 lesen oder die Erläuterung. Und die Erläuterung habe ich dir, lese ich dir gerne nochmal durch. Ja. Er hat gesagt, mit dem, die Erläuterung, mit dem Ausdruck der Geist, der Heiligkeit, ist der Engel Gabriel. Nein, guck mal, Surat der mit der sagt das auf Arabisch. Guck mal, ob du es glaubst oder nicht, das ist dein Problem, okay? Guck mal, auf Arabisch steht Surat an-Nahl 102. Leute, kann ich die Sure 16, Vers 102 lesen genau, oder nicht? Hier. Dass ihr auf der Suche nach der Wahrheit hier seid. Hier steht geschrieben, Qala nazala ruhul Qudus min Rabbika. Die Ayam. Oder lest doch den Tafsir oder lass es doch sein. Hör doch auf mit dieser Heuchelei. Leute, darf ich das jetzt vorlesen? Heuchelei. Wallahi, was ihr macht, ist einfach eine Heuchelei. Wallahi, ganz ehrlich, hier geht es doch gar nicht um die Wahrheitsfindung. Hier geht es einfach nur darum, irgendwas in den Raum zu werfen. Hast du recht, bevor wir uns beleidigen oder zurückbeleidigen. Was? Wir beleidigen niemanden. Arafat, wir beleidigen niemanden. Wallahi. Wir beleidigen niemanden. Lächerlich zu ziehen ist eine größere Beleidigung, als unsere Mutter zu beleidigen. Wir beleidigen niemanden. Genau das. In meinen Augen, genau das ist es. Macht ihr richtige Heuchelei, weil ihr liest den Vers und dann sage ich dir, du sollst bitte den Tafsir vorlesen. Bitte hör mir gut zu. Das willst du auch. Soll ich das jetzt vorlesen, was du gesagt hast, Arafat, oder nicht? Lies mal gucken, welchen Tafsir du jetzt hast. Du hast zu mir gesagt, ich soll Sure 16, Vers 102 jetzt und aufmachen. Dann jetzt lesen. Die Erläuterung dessen, den Tafsir dessen. Richtig. Aber okay, nicht, dass, jetzt, aber nicht, dass okay. er sagt, das war eine Shia-Quelle oder sowas. Das kommt ja also Alim, du bist in der Beweispflicht. Dann komm, zeig uns das. Ich habe dich jetzt groß gemacht. Komm, yalla, Aziz. Du wolltest doch gerade den Tafsir zeigen. Mach doch. Warum okay. Tafsir ist dein Latein da am Ende? Okay, Tafsir ibn Kassir sagt, der Allmächtige sagt, der Heilige Geist hat mit der Wahrheit von deinem Herrn herabgesendet. Da sagt Tafsir ibn Kathir. Lies doch weiter, Salim. Lies doch weiter. Lies doch weiter. Ibn Kathir schreibt darüber eine ganze Seite oder mehr. Damit derjenige, der bestätigen kann, die Glaubenführung und die gute Nachricht für den Muslime. Das war's. Ja, das war's. Was steht hier, Ibn Kathir? Allah. Mach mich groß. Komm, zeig uns das, weil sonst das glaubt keiner. Wir müssen das zeigen. Komm, zeig. Habib al-Aziz. Ui. Sadakum Nadi Aziz. Ja, Tafsir ibn Kassir. Was sagt das? Oh Mann. Das ist ein Hochmetaphon. Habibi, Arafat, lese mal auf Arabisch. Du bist Arabi, bitte lese du. Du bist hier, doch, ich übersetze das für dich. Hier, damit du das weißt. Lies vor, Bruder. Lies einfach. Subhanallah. Subhanallah. Ui. Schlimm. So, okay. Mir Kassir sagt gar nichts davon. Yalla, bring uns jetzt was anderes. So, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt darüber reden, dass Allah
dass Allah, also Heiliger Geist, reden. Habibi, hör mir zu, ich habe dir vorgelesen. Warte, ich verstehe nicht, warum du dir jetzt eine andere Quelle suchst. Habibi, du kommst ja damit nicht klar. Ihr könnt es nicht belegen. Ich habe dir vorgelesen, warum soll ich? So. Du kommst ja auch nicht klar mit den Samen. Du hast es bewiesen. Ja, aber wir wollen doch bei dem Heiligen Geist bleiben. Aber wenn du, hör mal zu, wenn du, Wissenschaftler sagen fünf Tage, die Wissenschaftler sagen, haben keine Ahnung. Aber guck mal, du unterscheidest, und du kannst nicht kirchen. Und Alim hat gesagt, die Gelehrten können Fehler machen. Alim hat nicht die Chance bekommen, noch mal zwei Sätze zu sagen, ohne du dazwischen redest, Bruder. Wenn die Einzelne Bruder, lern doch zu respektieren, wenn jemand redet. Wallah, ich bin nur wegen Sabbat hier, sonst wäre ich keine Minute hier geblieben. Guck mal, so. Wenn die Eizelle... Du musst lernen, Bruder, ich weiß, du bist ein Araber und hast kein Adab genossen. Aber du musst lernen zu verstehen, wenn jemand redet. Aber ganz gut, Alam, wenn du sagst kein Adab, dann musst du sehr vorsichtig sein. Alam, Dachika. Wenn du sagst, du hast kein Adab genossen, dann beleidigst du auch seine Eltern. Pass auf, was du sagst, Alam. Guck mal, pass auf, was du sagst. Wir haben auch nicht persönlich beleidigt und werden wir auch nicht. Alam, ganz kurz, wir bleiben doch in einer... Wir sind doch erwachsen. Alam, guck mal, wir sind alles erwachsene Menschen. Du brauchst nicht persönlich nicht anzugreifen mit sagen, du hast kein Adab genossen. Nein, ich greife weder ihn noch seine Eltern an. Aber doch, hast du. Wenn du sagst, du hast kein Adab genossen, meinst du seine Eltern, die Erziehung seiner Eltern. Jeder von uns. Okay. Jawohl. Jetzt habe ich das, das ist scheiße, was ich jetzt gemacht habe. Kleinen Moment, wir machen das so. Ich finde es halt schade, Bruder, weißt du. Warte kurz. So, wir lassen jetzt mal den Alim Hamza sprechen. Mal, wie gesagt, ich weiß nicht, welcher Religion ihr angehört. Anscheinend habt ihr gar keine Religion. Eure Religion ist ein Mix aus dem, was euch passt, euren Gelüsten. Wir Muslime, Alhamdulillah, glauben an jede Aussage, die uns authentisch überliefert wurde vom Propheten, alayhi salatu wassalam, bis zum jüngsten Tag. Ungeachtet dessen, was der heutige Stand der sogenannten Wissenschaft sagt, Embryologie oder was auch immer, so wie es 14 Jahrhunderte lang der Koran bestanden hat. Eine jede Prüfung, eine jede Unterstellung wird das der Koran auch bis zum jüngsten Tag überstehen. Ob ihr daran glaubt oder nicht, ist euer Problem. Und ob ihr mit Ruhul Qudus Jibril alayhi salam akzeptiert oder nicht, ist euer Problem. Aber unser wir haben ja den Tafsir. Wir haben unseren Frieden gefunden. Und wir haben keinen Zweifel daran, dass im Tafsir, und das könnt ihr nachlesen, aber das wollt ihr nicht. Und ihr seid ja auch gar nicht auf der Suche nach der Wahrheit. Wärt ihr auf der Suche nach der Wahrheit, wärt ihr woanders. Und würdet nicht in diese Urzeit zum Debatte hier hören. Okay. Also, aber es geht nur um Fitna machen. Du hast ja eine Antwort bekommen. Wir haben den Tafsir gelesen. Wir lesen nichts von Jibril. Hier sehen wir wieder, dass der Heilige Geist vorkommt und wir lesen wieder kein Jibril. Also Sure 16, Vers 102. Also was denn jetzt? Wir eine Sache rauslassen. Du redest von Jibril, aber Jibril lesen wir kein einziges Mal. Du redest zwar von Jibril, aber wir sehen hier nirgendwo Jibril. Nirgendwo. Alles klar. Dann liest nochmal richtig nach. Wie gesagt, ihr habt es ganz einfach, vor allem die Mächtiger. Die haben es sehr einfach, die können einfach eingeben. Und da kann man ganz leicht und ganz schnell die Antwort finden in verschiedenen Quellen. Aber daran ist man gar nicht interessiert. Es geht ja gar nicht um die Wahrheitsfindung. Es geht dann, schauen wir mal. Dann schauen wir mal, ob der Heilige Geist ist. Arafat, verzeih mir, Bruder, ich bin raus. Warte, ich möchte ungern diese Uhrzeit. Dann zeig uns das doch. Alim, okay. Nein, Alim, zeig uns das. Warte, ganz kurz. Ich würde ein Thema trotzdem abschließen, weil die lässt das so in den Raum stehen. Wenn die Eizelle befruchtet wird, bleibt der Samen 40 Tage im Ei. Und dann 40 Tage wird er zum Blut kommen und dann. Okay, das ist damit mit dieser Überlieferung. Weil diese Überlieferung, hör mal zu. Hör mal, wenn ich jetzt nicht ausreden kann, gehe ich einfach raus und ihr könnt eure Fantasien, wie Alim gesagt hat, machen. Okay, das ist damit gemeint. Ist der Samen eine Platzpatrone, geht er nach 5 Tagen raus, weil die Eizelle ihn nicht hat. Okay? Da sagt aber Sahih al-Muslim nicht. Nochmal, Tafsir, diesen Hadith, der Hadith... Gib uns den Tafsir. Mach dir nicht den Stress, Bruder, die sind gar nicht auf der Suche nach der Wahrheit. Ich habe dir doch gerade die Quelle gegeben. Was willst du mir? Ich gebe dir die Quelle, du sagst mir, du so frech wie du bist, sagst du mir, er erlaubt Sodomie. Abdul Alim sagt, ja, du bist frech, du bist unverschämt. Soll ich dir zeigen, Sodomie? Ganz ehrlich, guck mal, hör mal zu, ganz kurz. Ich habe dir auch die Quelle gegeben, ja, die Quelle, die ich ausgesucht habe, und nicht die du möchtest, wo drinnen steht, ja, was gemeint ist mit Ruh il-Qudus. Sag ich dir, Jibril, willst du nicht annehmen, du willst deine eigene Quelle. Hör mal zu, du suchst nicht deine Wahl, wir vergötzen es. Lakum dinukum waliyadin.
Du hast dein Glaube, glaub was immer du willst. Nein, nein, so funktioniert das nicht. So funktioniert das funktioniert nicht. Habibi, wenn ihr nicht weiter wisst, dann kommt ihr mal mit diesen Argumenten. So funktioniert das nicht. Da muss einer von uns euch überzeugen, noch müsst ihr uns überzeugen. Gar kein Problem. Ich gebe nur hier, Wallahi, Wallahi, wer diesen Leuten folgt, ja. Mach mich mal groß. Mach mich mal groß. Er sagt wegen die Tiersex. Ich zeige ihn. Genau das. Arafat, warum bist du geflüchtet? Warum flüchtet er? Mach mich groß. Natürlich ist der Nächste auch geflüchtet. Guck mal, das sind richtige Angsthasen, Bruder. Die wollen nicht die Wahrheit haben. Die sind hergekommen, Bruder, das bei allem gemerkt. Nicht mal eine Quelle hat er gezeigt, der Alem. Er kam ja als Verstärkung, aber hat noch seinen Rücken gebrochen. Das ist Wahnsinn. So, jetzt gehen wir hier auf die Quelle. Habibi Arafat, dass deine Gelehrten, da sagt Clown Deutscher, Al-Mashab, Al-Shawazid. Guck mal. Sagt er, guck mal. Klar und deutlich, du kannst was machen. Jetzt gehen wir auf Deutsch, damit du das verstehst. Sex mit Tieren zu haben, berichtet. Lass mich lesen, Bruder. So, bitte vorlesen und langsam, Flex, bitte. Auch laut. Ja, alles gut. Das ist Imam al-Nawawi. Was er gesagt hat für seinen Hadith. Okay, Sex mit Tieren zu haben, bricht sein Hatsch nicht. Bezüglich Anal gibt. Ach du Scheiße. Analverkehr gibt es zwei Überlieferungen. Und Daud, ach du Scheiße. Daud sagte, Sex mit einem Tier oder einem Mann, also schwul auch, der Sex mit einem anderen Mann hat, bricht sein Herz nicht. Richtig. Jetzt, guck mal, jetzt haben wir Sodomie, Kitab, Al-Maymu, Volume 7 von Imam Al-Nawawi. So, jetzt habe ich eine Frage, wenn wir schon über Geschlechtsverkehr sprechen im Islam, habe ich eine Frage. Die Frauen im Islam, weil ich merke, es sind sehr viele Frauen hier, die zuhören. Die Frauen im Islam, Sahih al-Bukhari, Buch 54, Hadith 460, überliefert von Abu Huraira, Allahs Prophet sprach, bevor ich vorlese, stellt euch mal vor, jetzt wird es sehr, sehr interessant. Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Jetzt wird es interessant. Oder Sahih, bitte Screenshot machen. Genau. Wir auch. Und dann geht es zu einem Sheikh. Und der Sheikh sagt, du kannst einen Mogener Esel holen, Bonga Bonga machen. Was mit Esel? Astaghfirullah. Kitab al-Majmu' der Seite 7 von Imam al-Nanawi. Yalla, Habib al-Aziz. Bitte, also, alle Muslimin, Screenshot machen. Bitte Screenshot machen. Er holt mir einen Gelehrten, der sagt, du kannst Sex mit Tieren haben. Bruder, zeig mal richtig, damit alle Screenshot machen. Bitte Screenshot machen. Guck mal, hier ist die Quelle. Ach bitte. Du Scheiße. Screenshot. So. Ach du Scheiße. So, warte, Al-Nawawi. Imam al-Nawawi. Ja. Oh Bruder, jetzt wird es interessant. Habibi. Von Imam al-Nawawi. Und das ist das hier auf Arabisch. Kitab al-Majmu'. Hier, Kitab al-Majmu'. Imam al-Nawawi. Wow. Jungs, jetzt wird's sehr interessant. Wenn wir schon über Geschlechtsverkehr reden, über SEX, müssen wir jetzt weitermachen. Das ist krank. Oh mein Gott. Unsere Gefährten, ich lese mal vor, Moment. Unsere Gefährten haben gesagt, wenn der Penis, okay, in den Anus einer Frau, in den Anus eines Mannes, in die war. Tieres und sein, ach du Scheiße, ich kann das nicht lesen, oh mein Gott, zu okay, schlimm, das ist hart. Zu schlimm. Und das hier auch, bitte, das ist markiert hart. Euch das hier, Sahih Muslim. Boah, das ist hart, das ist echt der hart, Mann. Sahih al-Muslim, sag das auch. So, also du willst mir sagen, die machen Bunga Bunga mit Tieren, oder wie? Genau, du darfst das, es bricht deine Hatsch nicht. Nein! Na klar, deutlich. Ja. Da sind alle die Gelehrten. Und er bringt ja einen Gelehrten. Scheiße. Der Gelehrte sagt klar und deutlich, du kannst Bunga Bunga mit Tieren wieder. Wahnsinn, überleg mal, was ist denn das? Was ist das, Bruder? Mit Männern machen. Das ist nicht normal. Okay, also wie gesagt, also boah, krass. Okay, krass. Der wahre Glaube, Bruder, jetzt will ich euch was zeigen. Jetzt wird es sehr interessant, vor allem für die Muslime. Masha'Allah. Bruder, ja, für die muslimischen Frauen, für die muslimischen Frauen will ich jetzt was vorlesen, was sehr interessant wird. Alle muslimischen Frauen, weil die Männer hier, diese narzisstischen Männer hier, ja, diese egoistischen Männer,
ja, müssen jetzt erstmal die Ohren zuhalten, weil die wollen das jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber es muss gesagt werden. Es geht um den großen Mann bei den Sunniten, der Sahih al-Bukhari. Ja? Der ist authentisch. Imam Bukhari. Absolut. Sahih. Imam Bukhari, ja. Allahs Prophet sprach, wenn der Ehemann seine Ehefrau für Sex zu sich ins Bett ruft und sie sich verweigert und ihn in Wut schlafen ließ, werden die Engel von Allah subhanahu wa ta'ala sie bis zum Anbruch des Morgens verfluchen. Das heißt, du flexst bis ein Nein, Muslim. Nein, du machst Spaß, das stimmt nicht. Sahih al-Bukhari, Buch 54, Hadith 460. Das ist Sahih. Schlag mal auf, flex und les mal vor. Bruder, das findest du direkt. Und bitte also, groß. Wenn sie nichts zu tun hat und du sagst, du bittest sie zur Ehebett und wenn sie nicht kommt, so sei sie von allen Engeln verflucht. Stell dir mal vor, Bruder, zeig's mal bitte, dass die Leute sehen. Es ist sehr wichtig für die Frauen, für die Muslimas. Die Nummer, Bruder, bitte dir. Die Nummer, Sahih Bukhari, Buch 54, Hadith 460. Warte. Buch 4. Buch 54, Hadith Nummer 460, Bruder. Ach du Scheiße, oh mein Gott. Weil Bruder, es tut mir sehr weh, wenn ich Muslimas hier sehe. Arafat holt mir einen Imam, der keine Ahnung hat. Bruder, der hat ihn blamiert. Der hat ihn total blamiert. Genau, und die geben mir Asura Tanahen, 1602, da steht Verlust im Boden. Nein, also das schlage ich nicht auf. Oh, Bruderherz, ich küsse doch dein Herz für das Geschenk, Mann. Bruder, hör zu, ich lese vor, nochmal. Ein Shoutout an unseren Bruder Aramea, Mann, wirklich, ich küsse doch die Füße deiner Mutter, Mann, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Nein, wirklich, ich meine es ernst, Mann. Ja, küsse sein Herz, Mann. Wirklich. Bruder Didi, mach weiter. Küsse sein Herz. So, weiter geht's. Stell dir mal vor, wir haben ja 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Davon sind ungefähr 1,6 Milliarden Muslime. Jetzt gehen wir mal mathematisch vor. Von diesen 1,6 Milliarden Muslime sind ungefähr die Hälfte Muslimas. So, von diesen, sage ich mir jetzt mal, von mir aus, sagen wir mal, es sind 800 Millionen Muslimas. Von diesen 800 Millionen Muslimas sind beispielsweise 100 Millionen davon verheiratet. Das heißt, wir haben 100 Millionen Muslimas auf der ganzen Welt verteilt. Von diesen 100 Millionen Muslimas, 10 Millionen möchten wirklich im selben Moment keinen Sex mit ihren Ehemann haben. Das heißt, der Mann ist in dem Moment sauer und schläft dann ein. Ja, weil die Frau gesagt hat, ich möchte kein Sex. So. Ja, was passiert in dem Moment? Sie ist dann von allen Engeln quasi verflucht. 10 Millionen. Wir haben 10 Millionen, die verweigert haben, ne? In derselben Nacht um 23 Uhr. Guck mal, so. Ich will das noch verbessern. Das Ding ist, seit wann tun Gottes Geschöpfe Menschen verfluchen, nur weil sie mit ihrem Mann was nicht getan haben? Sex. Das ist doch nicht normal. Warte, es geht weiter, Bruder. Jetzt haben wir 10 Millionen Frauen, die im selben Moment gesagt haben, ich möchte keinen Sex haben. Jetzt hat Allah subhanahu wa ta'ala nichts Besseres zu tun, ja, als Engel zu schicken. Ungefähr bei 10 Millionen, sagen wir mal, sind es ungefähr 50 Millionen Engel schickt er in jedem Haushalt von diesen 10 Millionen und verflucht die Frau bis morgens früh. Hat er nichts Besseres zu tun, als sich ins Sexleben einzumischen? Hat er nichts Besseres zu tun, als die Frauen zu verfluchen, nur weil sie keinen Sex geben wollten? Gib mir mal Buch, was, 55? 54. Warte. 54, 460. 460, ja. Okay, Shalom, Bruder. Mal gucken, vielleicht finde ich das. Ja. Shama Israel Adonai Elohim Adonai Chad. Bruder, Adra, der ist immer noch im Akt. Der ist immer noch, ich dachte, das wäre ein Muslim Gott sei. Also gut, ich hole mal jemanden hoch und wirklich. Hast du die Quelle, Bruder? Vielen Dank für die Geschenke. Moment. Hast du die gefunden? Ich finde komischerweise, ich vielleicht habe ich es auch falsch eingegeben, bin ich ganz ehrlich. Moment.
Ich muss erst mal gucken. Das ist Band. Wie gibst du das immer ein? Bruder, ich hab die Seiten gespeichert. Moment, warte mal ganz kurz. Moment. Ja, dann mach du das mal kurz auf. Dann mach ich dich groß. Gute Nacht, ihr Greek Flower. Gute Nacht, gute Nacht. Wirklich, Herzchen geht raus. Und auch an unsere armenischen Brüder und Geschwister, Leute, ich küsse eure Herzen und die Jesiden auch. Und unsere armenischen Brüder, Leute, ich küsse eure Herzen. Wirklich. So. Also Leute, ich küsse eure Herzen, wirklich. Mal gucken, wie lange jetzt unser Khanja braucht. Ansonsten... Ja, Bruder, das ist das Problem, was die haben. Der hat uns einen Gelehrten geholt, aber der Gelehrte konnte nicht antworten darauf. Ja, hat er auch nicht. Hat er auch nicht. Bruder, Aramea, Bruder, ich geb dir Mod, ne? Ey, Flex, mach mich mal so, dass ich 2 Minuten reden kann, ohne dass einer von dem mich unterbricht. Ja, wenn du nicht beleidigst, dann ist okay. Ja, alles gut, mach mal. Ja, alle können sich auch so stumm, dann kannst du reden. Nein, wenn sie diese 2 Minuten haben, weil wir sind stumm, rein, das ist immer deine Taktik. Wir sind stumm, du kannst reden. Nein, du kannst reden. Mach mich diese 2 Minuten. Nein, wir haben Angst. Ja, schau, der wahre Glaube hat jetzt schon Angst, weil ich ihn im Stream davor schon zerfetzt habe. Weil ich im Stream davor ihn schon zerfetzt habe. Er will die ganze Zeit. Du hast niemals zerfetzt, komm. Okay, will ich dich nicht zerfetzt haben. Salim, ganz kurz. Salim, willst du hier deine Bühne haben? Dann geh bitte raus. Er war schon vorhin bei uns. Flex, er war schon vorhin bei uns. Ich rede mit Flex. Er will nur reden und dann rausgehen. Flex, er will nur reden und dann rausgehen. Ich geh nicht raus. Versprochen, ich geh nicht raus. Flex soll mir 2 Minuten zum Reden. Dann brauchst du keine 2 Minuten, sondern dieses Mal komm nicht. Ich werde nicht beleidigen. Salim. Komm nicht mit einer Quelle, die unauthentisch ist von den Osmanischen Reich, die kein Mensch interessiert. Nein. Ich bleibe bei meinen Quellen. Alles gut. Flex. Gib mir 2 Minuten zum Sprechen. Aber du haust nicht ab? Ich hau nicht ab. Lass mich 2 Minuten reden. Alles klar. Okay. Wir geben dir die Zeit. Das ist gar kein Problem. Okay, die soll nicht rein. Ich hoffe aber auch, dass du in diese 2 Minuten niemanden beleidigst, weil ich beleidige ganz bestimmt nicht. Das ist nicht mein Niveau. Ich beleidige nicht. Der wahre Glaube beleidigt mich jedes Mal und kriegt mich runter. Die ganze Zeit flüchtet er von mir. Er braucht nicht vor dir flüchten, weil du ein Jahl bist. Du bist ein Jahl, ja, du bist ein Jahl, Habibi. Ja, wir sind ein Jahl. Gib mir die 2 Minuten. So. Erstmal hast du gesagt, wir sind Kreuz, was weiß ich, wir tun den Stein anbeten und so weiter. Wir lesen erstmal Jesaja 6, Vers 7. Er berührte damit meinen Mund und sagte, schau, der Stein hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Knock out. Mhm. Ihr küsst einen Stein und eure Sünden sind vergeben. Knock out. Okay. So. Ja, dann warte doch kurz. Warte, ganz kurz. Gib mir die 2 Minuten, meine Zeit läuft. Zweitens, sagt Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. Welcher Jesaja? Jesaja was? Warte, Bruder, ich lese dir gleich wieder vor. Okay. So. Also, erst einmal Jesaja 6, Vers 7. So. Ihr habt einen Stein geküsst, damit eure Sünden vergeben werden. Okay, knock out. So, zweiter Punkt. Sheikhul Islam. Jesaja 5 oder 6? 6, Mann. Du klaust mir meine Zeit. So, zweitens sagt Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, die Gelehrten sagen, dass sich dies auf Gabriel bezieht und dass Allah al-Ruh ist. So, und das ist, ich kann dir auch die Quelle zeigen, warte. In Daqiqa al-Tafsir, Teil 1, Seite 310. So, zweiter Knockout. So, und jetzt kommen wir mal zu euren Sachen. So. Jesus sagt, er hat Zeugnis abgelegt. In Johannes 5, Vers 31 heißt es, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. In Johannes 8, Vers 14 sagt Jesus antwortete und sprach zu ihm, auch wenn ich schon mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. So, klarer Widerspruch. Ist es jetzt wahr oder nicht wahr? So, und ich fordere dich heraus, wahrer Glaube. Du sagst ja, bei euch gibt es keine Widersprüche und so weiter, abgesehen davon, dass die Bibel über 121.000 Fehler hat. So, wir lesen mal Markus 16, 17 bis 18 vor und ich will, dass du das machst. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Gefährliche Krankheiten können ihnen nichts tun und tödliches Gift. So, ich fordere dich jetzt heraus, Gift zu trinken und du wirst dann nicht sterben, laut deiner Bibel. Bitteschön. Knockout.
Nein, du hast den Kontext nicht verstanden. Oh Gott, du gibst dir die ganze Zeit selber Knockouts. Wenn wir jetzt anfangen, die Quellen aufzuschlagen, die Überschrift lesen, den Kontext und den Vers danach und davor lesen, dann gibst du dir selber Knockouts, Salim. Bruder. Aber okay, egal, schauen wir gleich. Bruder, guck mal, das Problem ist, ich erkläre dir kurz was. Dieser Typ ist ein Jahil, ja. Und ich sag dir auch warum. Er redet über Ibn Taymiyyah, er gehört nicht mal seiner Rechtsschule an, er gehört nicht mal, ja, er nimmt ihn nicht mal als Gelehrten an, aber hat ihn gerade einfach nur benutzt. Stell mal vor, ein Sufi, das Ding ist, der schießt ein Sufi, ich weiß, stell dir mal vor, stell dir jetzt mal vor, Bruder, ein Sufi nutzt die Quelle der Salafisten. Oh, jetzt stell mal vor, obwohl es, also das heißt, wenn du Ibn Taymiyyah annimmst, lese ich dir jetzt vor, dass Allah Locken hat, dass ein rasiertes Gesicht hat und dass er einen grünen Mantel hat. Kann ich dir jetzt von Ahmed, ja, von deinem Sheikh, von Ibn Taymiyyah, Ahmed Ibn Taymiyyah, den hast du gerade vorgelesen, das heißt, er ist für dich eine Autorität, dann musst du aber auch annehmen, dass Allah Locken hat, dass er aussieht wie ein Marokkaner. Dann musst du das annehmen, Habibi, tut mir leid. Aber rede nicht über einen Gelehrten, den du selber gar nicht annimmst, okay? Du gehörst nicht mal seiner Aqida an. Bruder Flex, diese Leute, die lügen bewusst. Ja? Sie nehmen Quellen, nur was ihnen in den Moment passt. Ja? Das ist wie wenn ich plötzlich mit einer Quelle komme von den Ahmed, von den Ahmadiyya oder von den Zeugen Jehovas. Ich möchte aber, dass du auf seine Fragen eingehst. Komm, Bruder, zeig ihm, dass du wirklich die Bibel kennst. Zeig ihm das. Was mit dem, was genau? Ja, er hat ja ein paar Verse genannt. Ein paar Widersprüche hat er genannt. Bruder, ich muss noch mal hören. Mach das mit der Zeit weg, damit ich direkt okay, hören kann. Ich mach das mit der Zeit weg, weil das ist besser, wenn er es noch mal sagt, als wenn, wenn ich das sage. Ja, genau, Bruder. Er soll noch mal die Fragen. Geh auf die Frage drauf ein, du Jahil. Du sagst, Frauen haben keine Rechte im 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert. Nein, lass Bruder, lass ihn, Bruder. Lass ihn, er sagt mit Frauenrechte. Richtig. Lass mich jetzt mal los. Eine Frau überhaupt eine Seele hat. Okay, okay. Im 18. Jahrhundert wurde debattiert, ob eine Frau überhaupt eine Seele hat bei den Christen. Was für Frauen über Jahil. Du Jahil mit deiner verfälschten Bibel, Alter. Warum bist du emotional? Ja. Du bist auf keine einzige Frage eingegangen. Sei doch mal entspannt. Keine einzige Frage ist er eingegangen. Warum bist du emotional? Keine einzige Frage ist er eingegangen. Auf keine einzige Frage sein. Was er Jesaja zitiert hat, der Prophet Jesaja sagte, Feuerkohle aus dem Altar. Du sagst, Gott ist bei uns so und so wie ein Afrikaner, bei euch ist Gott eine Transe. Laut Bibel ist Gott bei euch eine Transe. Kannst du ruhig sein. Laut Bibel ist Salim, hast du deine Periode oder was ist los mit dir? Sag mal ruhig jetzt. Okay, ich muss euch ganz kurz alle, unterbrechen. Ich muss euch ganz kurz unterbrechen. Salim, du hast gesagt, diesen Vers mit dem Gift fressen, kannst du das nochmal nennen? Ich mach dich gleich groß, Wahrer Glaube, kleinen Moment. Mach mich mal groß. Nenn mir bitte nur den Vers nochmal, wo du gesagt hast. Nein, Bruder Flex, mach mich groß. Mach mich jetzt mal groß. Ich hab's gleich. Der wahre Glaube ist ein Jahil. Leute, lasst mich bitte kurz reden. Schau mal, der wahre Glaube kann nur reden, aber kann Salim, lass mich mal bitte kurz reden. Er soll nicht eins gegen eins reden. Ihr könnt gleich. Wahre Glaube, du kannst gleich. Du kannst gleich. Salim. Bruder, stumm ihn einfach. Bruder, stumm ihn. Leute, bitte. Bei euch heißt es, dass ihr einen Erguss wie von Hengsten habt in Jesaja. Salim. Flex. Ich muss jüngliche Brüder hoch und denkst du, kannst du fertig machen, indem ihr zu dritt seid oder was, hä? Okay, ich mach das anders. Allein mit dir. Okay. Salim, ganz kurz. Ja. Gib mir mal bitte den Vers nochmal, wo du gesagt hast, wir müssen Gift trinken, etc. pp. Kannst du uns das nochmal geben? Markus 16. Okay. Also ich sag's jetzt, damit du googeln kannst, weil du googelst ja alles. Lies das mal vor. Markus 16, weiter, lies das mal vor. Okay, die Glaubenden aber werde ich durch folgenden Wunder bestätigen. Ihr seid ja gläubige Christen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Habe ich noch nie gesehen. Immer wenn. Nee, ich will das mit dem Gift. Ja, ich bin noch gerade dabei. Also Dämonen austreiben. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Christen Dämon ausgetrieben hat. So. Und den Unbekannten, warte, muss ich kurz weiter, bisschen klein. So. So, ich lese weiter. Und tödliches Gift wird ihnen keinen Schaden hinzufügen. Okay, alles klar. Dankeschön, dass du es gesagt hast. Ich mache mich mal ganz kurz groß. Dass die sowas gleich. Ich will dir nur kurz was zeigen. Ich mache kurz die Show aus. Leute, aber bleibt bitte gechillt. Warte, ich mache mich kurz groß. Lass mich kurz meine Kamera anmachen, ganz kurz. Ich muss meine machen und dir was zeigen. Warte kurz. So, Leute, haltet euch alle bereit. Haltet euch alle bereit, Leute.
Bukhari 4, 5, 4. Quelle ist auch richtig. 4, 4, ja, das ist auch richtig. Ist auch bewiesen worden. Ich kann dir auch die Studie bringen. Allahs Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he who eats 7 aywa dates, Datteln, sorry, every morning will not be affected by poison or magic on the day he eats them. Ja, ist so, auch richtig, ja. Also Fressgift. Wenn ich ein Gift in mir habe und ein Medikament nehme, dann ist Gift und es weg. Aber bei euch sehen, dass ihr dann nur durch euren Glauben, nur durch euren Glauben wird das Gift euch nicht antun. Du hast gerade eben was gesagt, ich habe dir jetzt Das ist ja die Medizin. Wenn ich Datteln esse, wenn ich ein Medikament bekomme, dann geht mein Gift dadurch raus. Aber bei euch heißt es, dass nur weil ihr gläubige Christen seid, wenn ihr gläubige Christen seid, kann euch das Gift nichts anhaben. Bei uns steht, ihr sollt Datteln essen, ja, ist ein großes Problem. Warte mal kurz, Salim, warte doch kurz. Bitteschön. So, ich möchte, dass du morgen, Salim, hör mir bitte zu. Ich möchte, weißt du was, wir machen das so. Ich kaufe dir die Datteln, ja, kein Problem. Ich kaufe dir 10 Packungen Datteln, kein Problem. Und dann besorgen wir Gift und dann bitte nimm das Gift mal sehen. Aber um mal sehen, ob du überhaupt überlebst. Erstens gibt es ein Video in YouTube, wo das einer gemacht hat. Der hat das ist ein bekannter Gelehrter. Du brauchst nicht lachen. Der hat das gemacht. Und bei euch heißt es, dass ihr nur gläubige Christen seid, dass ihr nur gläubige Christen seid und das Gift euch nicht anhaben kann. Bei uns wurde das Medikament dafür gegeben. Jetzt gehen wir da drauf. Allah bei euch Jesaja heißt es, dann und verbrannte für Liebhaber, deren Fleisch wie Eselsfleisch und deren Erguss wie der Erguss von Hengsten. Ihr kriegt Erguss wie von einem Esel, also du brauchst mir gar nichts sagen. So geh ich raus. Ja, weil du Angsthase bist, weil du ein Angsthase bist. Schmeiß ihn mal raus, ich hab ihn bestimmt. Muhammad ist Schwule, Muhammad, jetzt zeig mal, Muhammad Schwul war. Jetzt guck mal. Ich hörte die Gesetze, Allahs Friede sei nicht mit ihm, sagen, wer auch immer 7 Datteln am Morgen nimmt, wird an diesem Tag werde von Magie von dem Gift beeinflusst. Bom, bom. Muhammad wurde von Magie, der Gesandte Allah wurde von Magie ausgeübt, so dass er denkt, legte, dass er sexuelle Beziehungen zu seinen Frauen hatte, während er seine Wirklichkeit nicht hatte. Sofian sagt, das ist der wahrhafteste Magie. Bruder, was zeigst du? Du kennst die Quellen doch gar nicht, du Jahil, Mann. Du hast keine Chance heute zu spielen. Du musst Datteln essen, damit der Gift wegkommt. Bei euch heißt es, ihr müsst nur gläubige Christen sein. Digga, bei euch ist Inzest erlaubt. Kinder mit allen. Bumm, bei dir, ich hab dir 10 Knockouts gegeben. Ich hab dir 10 Knockouts gegeben, du hast nicht auf meinen Fall. Ich habe dich zerstört. Yalla Habibi. Warum bist du so emotional? Yalla Habibi, in deiner Bibel, in deiner verfälschten Bibel, Bruder. Ganz kurz, bitte. Nix Yalla Habibi, Mann. Ganz kurz. Kein einziger Beweis hat sie gebracht. Er hat gesagt, ganz kurz, bitte. Du hast gesagt, die Bibel ist verfälscht, korrekt? Du hast gesagt, die Bibel ist verfälscht. Ja, ich gebe dir auch einen Beweis. Ich mach jetzt meine Kamera. Stopp, sei doch mal ruhig. So. Warum bist du so emotional? Ist doch alles gut, entspann dich doch mal. Ist die Bibel verfälscht? Die Bibel ist 100% verfälscht. Wo ist die originale Bibel? So. Ja. Warte. Nein. Wo ist die originale Bibel? Die originale Bibel? Also genau. Ich persönlich glaube, sie ist im Vatikan versteckt. Ich widerlege. Es existiert eine originale Bibel und die ist beim Vatikan versteckt. Glaube ich, ja. Gibt es Theorien von eigenen Gelehrten. Und die Bibel selber ist verfälscht. Das sagt Bruce Metzger, einer der größten christlichen Gelehrten. Und die Bibel selber sagt es auch. Salim, ist alles gut. So. Nicht emotional werden. Verzeih mir, wenn ich dich emotional getroffen habe. Auch wenn ich nichts gesagt habe. Verzeih mir, so. So. Also, ist die Bibel verfälscht, ja oder nein? Die Bibel ist 1000% verfälscht. Wo ist die originale Bibel? So, wir lesen Jeremia 8,8. Nein. Wo ist wie dürft ihr sprechen? Weise sind die und Verfügung das Gesetz Jahwes. Jawohl, aber in Lüge hat man Lüge von Schreibern verwandelt. Eure eigene Bibel sagt, die Bibel ist verfälscht.
So, wie mögt euch sagen, wir wissen, was recht ist und haben die heilige Schrift vor uns. Ist doch eine Lüge, was die Schriftgelehrten setzen. Er lügt. Das heißt, die Schriftgelehrten haben selber die Bibel verfälscht. Knockout, Junge, Knockout. Okay. Was für Knockout? Wir haben Knockout nicht gesehen. Warte mal, Bruder Flex, warte. Warte ja kurz. Wahre Glaube, warte. Bruder, ich widerlege Bruder. Ihn ganz schnell mit dem Gift. Keine einzige Frage, Bruder, da steht nicht. Auf keine einzige Frage. Kann ich bitte, Leute, kann ich bitte kurz reden? Ganz kurz. Ja, Salim, bitte beruhig dich mal, Salim. Geh auf die Sache rein, ob das Zeugnis das wahr ist oder nicht. Gift, wo ist warte, dein Kollege? Warum ist dein Kollege? Ich will dich ganz schnell. Lass mich doch mal reden, Mann. Ja, bitteschön. Das mit dem Gift widerlege ich in 10 Sekunden. Ganz schnell, okay? Bitte widerleg's, ich warte. Wir gehen jetzt in Markus 16, Leute, alle zuhören. Leute, ich widerlege diesen Kerl ganz schnell. Markus 16, Vers 18. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Okay, bitte, dann geh ins Krankenhaus. Da sind tausende Krebskranke. Warum heilt ihr sie nicht? Bruder Flex. Da sind doch tausende Krebskranke. Warum heilt ihr sie nicht? Bruder Flex, warte. Warum? Ihr seid doch Krebs. Salima, warum? Salima, warte. Ihr seid doch gläubige Krebskranke. Knockout. Knockout. Das war ein Knockout. Salima, warte. So. Mach ich stumm oder schmeiß ihn raus. Knockout. Schmeiß ihn raus erstmal. Ja, eins nach dem anderen. Also, Salim, ich hab dir einen Knockout gegeben, damit du das akzeptierst jetzt. So. Du hast mir gar keinen Knockout gegeben. Mach ihn stumm. Mach ich stumm. Laut Markus könnt ihr doch Menschen. Bruder, schmeiß ihn raus. Wir schmeißen erstmal raus. Er soll das unterbleiben, dann kann er wiederkommen. Dann machen wir das. So. Ja. Meine schöne Slima, sie braucht eine Brücke, damit ich sie heirate bald. Meine schöne Slima, laut der Gelehrten kannst du mit Männern heiraten, weil Mohammed selber sagte zu Zaid, wenn ich wünschte, dass du eine Frau wirst, ich hatte dich Bonga Bonga mit dir geheiratet. So. Jetzt gehen wir da drauf ein. Was sagt in Markus Kapitel 16? Diese Zeichen werden die folgen. Wen folgen? Die Apostel. Als die Schlange Paulus gebissen hat, Paulus ist dadurch nicht gestorben. Bom, bom. Schlangen wird ihr aufheben und euch nicht angehen. Das geht darum, dass die Apostelgemeinde, sagt Jesus Christus, und als Paulus von einer Schlange gebissen wurde, konnte ihn nicht anhaben. Aber deine Mohammed, sagt Mohammed, Allah sagt, 7 Datteln, wenn du isst, wird ja nichts anhaben. Aber Sahih al-Bukhari sagt, Mohammed hat die härteste Magie der Welt bekommen und ist durch die Magie gestorben. Bom, bom, durch Gift. Habib al-Aziz. Ich muss noch hinzufügen, er hat doch das mit der Schlange erwähnt gehabt, ja. So, ich habe den Kerl ganz schnell widerlegt mit Markus 16, Vers 18. Ganz schnell. Ich habe den kurz mal einen Knockout gegeben damit. Warum? Weil hier lesen wir bei Markus 16, Vers 18, Schlangen werden sie aufheben. Leute, hört zu. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Bruder Flex. Knockout. Bruder Flex. Knockout. Ja, ich sag eine Sache, dann gehe ich hier raus. Knockout. Bleib, Bruder, bitte. Ich gehe wirklich schlafen dieses Mal gehe ich schlafen. Nochmal zur Bibelverfälschung. Also, der Muslim sagt, die Bibel ist verfälscht. Salim, ist die Bibel verfälscht? Ja oder nein? Kurze Antworten. Cool, warte mal, ich will erstmal auf die Sachen eingehen. Ja, okay, er ist nicht drauf eingegangen, stumm ob das Zeugnis drauf. Von Jesus jetzt wahr war oder nicht. Stumm. Achso, ich werde gestummt, wenn ich was sage, aber wenn ihr redet, dann ist es so. Warte kurz, Salim, warte, Salim. Ex, ich will jetzt auf die Sachen eingehen, sonst ist es nicht korrekt von mir. Gleich, Salim, warte kurz, Salim, warte. Geht's dir gut? Warte, Salim. Hey, ich will darauf antworten. Der fängt mit einer neuen Sache an. Ruhig, du hast. Okay. Bruder, rede und dann hole ich ihn hoch, weil der ist der nicht. Der hat einen Dämon, der hat Allah-Dämon. Der ist ja geil. So, der Muslim sagt, die Bibel ist verfälscht. Dann frage ich den Muslim, wo ist die originale Bibel? Dann sagt er Allahu Alam. Dann sage ich zum Muslim, im originalen Koran steht, dass Jesus Gott ist. Dann fragt mich der Muslim, wo ist der originale Koran? Dann sage ich Allahu Alam. Wo ist jetzt der Kompromiss? Wo ist so, Salima, Bruder Flex, er soll 7 Datteln holen, ich will ihm danach Gift geben. Nein, nicht nur das, ich habe ihn ja gesagt, ich bestelle Dattel, okay, ja. Er soll die Datteln nehmen 40. Und ich gehe dann bei mir in der Chemiefirma, hole ich was ganz Bestimmtes und er soll das trinken. Mal gucken, was passiert.
Mal gucken, was passiert. Hey, sieben Lacken. Mal gucken. Leute, ich meine das ernst. Ne? Wirklich, ich kaufe ihn Dattel und dann gehen wir bei mir in dieser Chemiefirma, wo ich bin. Und dann holen wir richtiges Zeug. Ja, ich gebe ihm das einfach. Und dann sage ich, Yalla, Aziz, trink. Ja, Bruder, das bringt nichts. Bring uns einen, der wirklich von Islam Ahnung hat. Der hatte keine Ahnung von seinem Islam. Jungs, gute Nacht und Gottes Segen an alle. Shalom, Bruder. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen, Bruder. Bring mir einen, der wirklich. Bring mir dieser griechische Bruder, der sagt, ich will hoch. Lest diese griechische Schrift. Ich würde nicht. Wenn er Moslem ist, dann können wir reden, aber ansonsten dann wieder runter. Nein, weil der Bruder ist. Was? Hallo? Ja, hi. Was können wir für dich tun, mein Lieber? Ja, ich habe einen muslimischen Freund und ich möchte ihn gerne zum Kommentieren bringen, aber ich bräuchte eine Quelle, die halt schon ein bisschen was wiegt. Was meinst du? Was für eine Quelle? Denn meinst du den Johannesbrief, Johanneskapitel, wo ganz? Nein, ich meine seine Quelle, dass er erstmal das so nicht richtig glauben kann. Das meine ich. Meinst du den Islam? Mhm, genau. Über Islam. Da gibt's ja tausend Quellen, wo er gleich zweifeln wird, dass es nicht die richtige Religion ist. Das gibt's. Boah, folge ist mir, ja folge Sand mir, am Meer. Folge mir und schreib mir privat. Ich schicke dir diese Sachen, was du brauchst. Okay. Ja, oder so, genau. Ja, okay. So, wir gehen zum Beispiel warum Allah erlaubt, Sex mit Tieren zu haben. Jetzt gehen wir darauf wieder ein. Mhm. Warum? Ich mach dich groß. Ja, mein Bruder. Bitte, Bruder, danke. Bühne warum, gehört dir. Genau. Warum Allah will, dass die Leute Sex zum Beispiel mit Tieren haben? Weil Allah ist ein Dämon. Wir zeigen, dass die Propheten sogar Sex mit Dämonen, also mit die Dämonen, Allah, seine Propheten haben Sex mit Tieren gehabt. Was? Allah hat Sex mit Tieren gehabt? Seine Propheten. Seine Propheten. Hey, warte mal. Da gibt es diese Al-Dahabi, wo Allah ein Bett hat. Kannst du das zeigen? Ich zeige dir auch gleich, Bruder. Guck mal. Weil ich habe gehört, Allah hat ein Bett. Ich wusste das gar nicht. Genau. Esel 6. So. Allah. Das ist die 776, die Eier. So. Was sagt er? Wir gehen auf Tafsir. Tafsir At-Tabari, ein Kommentator, der groß ist, sehr groß. Ja. Habibi At-Tabari, Sadaqallah. Er soll fotografieren. Warte, Bruder. Jetzt gehen wir darauf ein und gucken wir, was sagt der At-Tabari. Der Prophet Balram, was sagt der Esel zu ihm? Hier sagt der Esel zu ihm: Du machst Sex mit mir nachts und reitet mich tagesüber. Allah. Sadaqallahul Aziz. Das ist der beste Prophet, der Allah gesandt hat. Der bei den Esel sagt, O Balram, Habibi. Über Nacht, was sagt er? Du machst Sex mit mir nachts und reitet mich über tagesüber. Hey, da gibt es doch diesen Vers, wo Allah goldene Sandalen hat. Gibt es das auch? Ja, ich sag ja. Warte mal, gibt es wirklich den Vers, wo Allah goldene Sandalen hat? Ja, ich sag ja. Allah. Jetzt gucken wir. Nein. Jetzt gebe ich Knockout, weil er kommt mit seiner Taktik. So. Ich lese vor das mit dem Bett. Das ist mit Allahs Bett will ich selber vorlesen. Das ist erstmal Allah Sandalen. Das ist der Ibn Taymiyyah. Das ist einer der großen Kommentatoren der Islam. Hier, die Quelle. Autor Ibn Taymiyyah. Buch Bayan Talbis al-Jamiyyah, Bad 7, Seite 290. Jetzt gehen wir da drauf, was sagt er? Der Gesandte Allahs sagte: Ich habe meinen Gebieter Allah in den Gestalt eines bartlosen jungen Mannes, also welcher lockiges Haar. Er ist bartlos. Mein Gebieter also Allah ist bartlos. Genau, bartlos, jungen Mannes, welcher lockige Haare hatte, in einem grünen Garten. Oh mein Gott. Gesehen. Das ist authentisch, Habibi. Jetzt gehen wir Sandalen gleich. Bonga, bonga.
Warte mal, Allah ist bartlos? Oder? Er ist bartlos, hat, Bruder. Mit der, und er hat lockige Haare. Genau, und weiße Zähne sogar. Ach du Scheiße. Der hat weiße Zähne sogar. Und, mit welchen, also wenn er lockige Haare hat, eigentlich, das hört sich nach einem Marokkaner an. Ja, der war schon bestimmt so ein Mischling. Oh mein Gott, okay. Es ist krass, dass es echt diese Quellen gibt, ey. Nein. Es gibt so alles gefühlt eine Quelle. Der wahre Glaube? Nein, also, ja. das höre ich alles zum ersten Mal. Aber das mit Allahs Bett, das ist schon krass. Wenn du den Vers gezeigt hast, darf ich dir dann was erklären, was mir aufgefallen ist, wenn man den Koran liest? Ja. So, wir gehen auf den Bett. Warte, Allah Bett. Das ist brutal, ey. Das kann ich gar nicht glauben, dass Allah ein Bett hat. Boah, dieser Allah schockiert mich. Und ich war kurz davor zum Konvertieren und guck mal, was Allah gemacht hat. Allah. So. Lese mal, Flex. Ich lese vor. Ich lese. Guck mal, ich wollte eigentlich konvertieren und guck mal, was ich da lese. Warte, dann werde ich zum Tor des Paradies kommen und es wird mir geöffnet werden. Also werde ich zu meinem Herrn, dem Gesegneten und Höchsten kommen, während er auf seinem Stuhl oder seinem Bett. Ah, jetzt wissen wir, warum der Islam 600 Jahre später kam. Allah hatte ein Bett. Genau. Was macht er auf dem Bett? Er liegt, steht geschrieben, er liegt. Scheiße. Er liegt da. Warum liegt er auf dem Bett? Hä, aber warum liegt er auf dem Bett? Das verstehe ich echt nicht. Oder was macht er auf dem Bett? Ey, aber ganz ehrlich, jetzt weiß ich, warum der Islam 500 bis 600 Jahre später kam. Allah hatte ein Bett. Und was machen Samen, guck mal, Flex, was machen Samenmänner unter dem Allah seinen Thron? Was machen die Samen dort unter seinem Bett? Ey, Mann, das ist der Wahnsinn. Soll ich dir zeigen? Nein. Hier, ich zeige dir, dass Allah Samen hat unter seinem Bett. Männersamen. Männersamen? Genau. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Hier, Bruder, das ist die Sure. Sure Al-Fatr, Ayah 9. Ja. Tafsir At-Tabari. Er sagt, dann sendete Gott, Allah, unter dem Thron Samen wie der Samen Menschen. Ach du Scheiße. Genau. Samen der Männer. Samen der Männer. Genau, unter dem Thron Allah. Aber warte mal, was machen denn... warte, zeig mal das Bild. Ich will mal das Bild sehen. Hier, das ist sein Bild. Ja, zeig mal. Hier, da sind die Samen. Sein Thron ist auf den Sperma der Männer. Welche Sure ist das? Nein. Das ist Sure hier, Sure Al-Ahraf. Sure Fatr 9. Tafsir At-Tabari. Das findest du nur auf Arabisch, diese Sachen. Sonst kannst du nicht. Schade. Genau. Und hier, Tafsir Ibn Hatim, sagt das auch. Aber wird auch ganz genau beschrieben, was für ein Bett Allah hat. Wasserbett, Boxspringbett. Was ist das für ein Bett? Ehebett? Ich glaube Wasserbett, weil das ist ja Sperma, aus Männersperma, Bruder. Das ist oh Mann, okay. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, deswegen, der braucht viel Wasser von Männern, damit der... Wow. Ja, der wahre Glaube. Ja. Ist dir aufgefallen, wenn man den Koran liest, dass Maria mächtiger dargestellt wird als Allah? Wahnsinn. Wahre Glaube, dein Internet ist ganz schlecht gerade. Hörst du mich jetzt? Jetzt hören wir dich. Ja, man hört dich. Ja, der wahre Glaube? Das ist das Problem, was die Muslime haben. Die Muslime haben ihre eigene Quelle nicht gelesen. Was macht der Samen der Männer unter dem Allah seinen Thron? Wiederum sagt der Allah zum Beispiel, dass seine Propheten mit Esel geschlafen haben. Al-Balram sagt, er, seine Esel schläft mit ihm am Nacht und am Tag reitet er mich. Das ist schon... Klar und deutlich, dieses perverse Gedanken kommen nur von Teufel. Das kann gar nicht von Gott sein.
Dieser Autor ist so pervers, dass er nicht weiß, was er mit ihm, mit seinem ganzen Geschöpf passiert. Er selbst, er schläft auf einem Bett und es ist Sahih. Was macht Allah auf einem Bett und liegt da drauf? Was macht im Himmel? Heißt das, dass Allah die ganze Zeit am Schlafen ist? Also Evangelium hat gesagt, auf Arabisch steht da sogar noch viel mehr. Kannst du das auf Arabisch zeigen? Ja, und das Problem ist es, mein lieber Bruder Flexer, hier haben die Muslime versagt, indem die dieser Allah zu Gott gemacht haben. Und dieser Allah kann gar nicht Gott sein. Er hat zwei rechte Hände und ein Schienbein. Mehr nicht. Er ist ja laut der Islam, die Überlieferungen und der Koran, er ist ja sogar behindert. Ach du Scheiße. Ach, so, du wie kann Scheiße. Er Gott sein? Seine Eigenschaften sind ja gar nicht Gott. Er ist ein das Ding ist, ich hab gar keine Ahnung. Ich höre das alles heute zum allerersten Mal. Oh mein Gott. Wahnsinn. Der wahre Glaube? Ja. Und zwar, wusstest du, wer in den Koran liest, dass Maria mächtiger dargestellt wird als Allah? Welchen Vers, Bruder? Also, ich tue es immer so machen. Man fragt die Muslime, glaubst du, dass Isa einen Vater hat? Der wird ja natürlich mit deinen Antworten. Und dann muss ich, und dann heißt es ja, dass Maria keine Gefährtin hatte. Keinen Gefährten. Und dann kommst du auf Sure 6101. Und da steht ja, dass Allah eine Gefährtin braucht, um Kinder zu kriegen. Genau, weil Allah laut der Allah seine Gedanken, dass er braucht, Sex zu haben, damit ein Kind entsteht. Weil da steht geschrieben, wie kann Allah ein Kind haben, wo er keine Gefährten hat? Hallo. Hallo, Habibi. Ja, Flex, du provozierst schon richtig, ja? Okay, danke schön, dass du da warst. Nein, lass ihn, Flex, lass ihn. Nein, der ist nur hier, um wenn ihm der Stream nicht gefällt, warum kommt er überhaupt hier rein? Weißt du, das ist. Er verschwendet seine Zeit. Einfach rausgehen, guck gar nicht erst in dem Stream hier rein, wenn es dich stört und fertig. Also wir klären hier ganz normal auf, wir reden drüber, wenn es nicht passt, einfach rausgehen. Ne? So, meine Frage ist, welcher Muslim ist mutig genug, um 5 Datteln zu essen? 5 Datteln. Nicht 7, 5 und er nimmt Gift. Ist das wirklich von Gott dieser Gedanke? Auf keinen Fall. Also ich höre das. Flex, du hängst. Eieiei. War cool. Der wahre Glaube? Ja. Ja, hallo zusammen. Also, war cool, was kann man für dich tun? Deine Quatsch erzählst du über Islam, also. Wie es nicht steht von unserer Prophetin, unserem Gott. Wohin hast du in der Sache? Also, welche Gott hat nur Sex mit Maria und Jesus geboren. Wie Christen denken, dass Jesus Sohn von. Wo steht das? Da warst. Danke, dass du da warst. Alles gut. Wo steht das? Ich kann das glauben. Das ist. Da machen wir. Das ist ein richtiger Atomphysiker, ist das. Richtiger Atomphysiker. Jungs. Ja, Habibi. Gibt er mir nur 1 bis 2 Minuten Zeit? Ja, bitte rede. Erstens, ich bitte euch generell, ich will noch was dazu sagen, aber als allererstes ein bisschen Respekt sein, egal welche Religion. Das ist das Wichtige. Okay, ja. Wir sind alle erwachsen genug. Quellen. Ganz kurz bitte nur. Man kann sich am Spaß über anders machen, aber Religion ist schon ein bisschen was anderes. Erstens aber, das. Okay. Und aber zweitens, Allah? Lass mich doch mal bitte ausreden. Du redest auch die ganze Zeit. Lass mich kurz ausreden. Ich will jetzt an die zweite Sache gehen, okay? Ja. Wie ich gerade hier sehe. Ihr seid alle Christen, ne? Ja. So, dann habe ich eine Frage an euch. Glaubt ihr an Musa? An den Propheten, Israel? Nein. Okay. Glauben wir Muslime, ganz kurz bitte. Moses ein Prophet Gottes im Alten Testament ist und der hat ja gelebt. Aber ganz kurz. Aber was ist deine Aussage darüber? Ja, deswegen will ich euch was fragen. Ganz kurz bitte. Bitte. Ihr glaubt an Musa nicht, ne? Moses, doch. Wie Moses, doch, aber nicht Moses. Ja, Moses, okay. Ganz kurz. An Moses glaubt er nicht, ne? Doch, wir glauben an Moses. Doch, der war ein Prophet Gottes. Doch, an Moses schon. Also an Moses schon, aber nicht an Musa. Musa glaubt nicht, aber an Moses glaubt. Okay, wir Muslimen glauben auch an ihn.
So. Ihr glaubt an Musa, aber wir glauben an Moses. Das sind zwei verschiedene Personen. An Moses glauben wir auch so. An Jesus, bevor du jetzt an Jesus glaube ich. Ich glaube auch an Jesus. Ihr glaubt auch an Jesus, ne? Warte, ja. Glaubst du, dass Moses laut der Hadith authentisch, dass er einen Stein seine Klamotten weggenommen hat und abgehauen ist? Moses musste den Stein hinterherlaufen und schlagen. Glaubst du an dieses Hadith? Aber ganz kurz, ich bin hier reingekommen, euch was zu fragen. Wenn ich fertig bin, dann kannst du mich gerne fragen. Aber dann kannst du mich gerne fragen. Aber ganz kurz. An dieser Moses, was du sagst, dass er... Aber hör mal ja, ganz kurz zu, bitte, okay? So. Ihr glaubt an Moses. Ich glaube an Moses als Muslim. An Jesus glaube ich auch als Muslim. Da sind schon mal zwei Propheten, was die Muslime schon glauben. Glaubt ihr an den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam? Mohammed? An Mohammed? Nein. Ja? Nein, der war kein Prophet. Sieht er? Und wie? Und ein Atheist, glaubt er an überhaupt an diese ganzen Propheten? Glaubst du, dass Mohammed ein Prophet war? Aber ganz kurz, glaubt ein Atheist an diese ganzen drei Propheten? Nein, ein Atheist, guck mal, es geht nicht um Atheisten. Glaubst du, glaubst du, dass wirklich, dass Mohammed der Prophet Gottes war? Okay. Ja, weil Jesus ihn auch schon genannt hat in Bibel. So, wo steht das? Ganz kurz, ich muss kurz eingrätschen. Ganz kurz, eine Frage habe ich noch. Und dann habe ich noch eine Frage. Dann habt ihr gesagt, Gott schläft, ne? Es steht doch, wo Moses mit Gott gesprochen hat. Wo er ihn gefragt hat, ob er schlaft oder wie ein Mensch ist. Dann hat er Gott zu Moses gesprochen, nimm Wasser in einen Becher und halte das. Aber da steht in deinen Hadithen und deine Dienst, dass Allah schläft. Das steht nirgendwo. Ich mach das jetzt ganz kurz. Das sind Hadithe, wo er rausholt und macht, was gegen den Islam sind und gegen... Das ist nicht die richtige Hadithe. Das sind Hadithe, die irgendwelche Leute schreiben gegen den Islam. Leute, soll ich dir aus der Sunnah.com zeigen oder aus ganz kurz. Ich habe ihn kurz gesehen. Leute, hört mal zu, ganz bitte, kurz. Sahih Muslim 339. Hier geht es um Moses im Islam, nicht in der Bibel. Moses im Islam, nicht in der Bibel. He was afraid to expose his private parts because he had been suffering from scrotal hernia. So he one day took a bath in the water and placed his garments upon a stone. And the stone began to move quickly. Also, überlegt euch mal, Leute. Er legt seine Sachen auf den Stein, okay, und dieser Stein rennt weg. Okay, okay. Moses rennt diesen Stein hinterher und verprügelt den Stein am Ende. Das Allah. Ist... Sahih Muslim. Das ist euer Moses. Also glaubst du, dass wirklich, dass der Stein wegläuft mit den Klamotten von Moses und Moses hinterher und die Juden sahen seine Eier und sagten, er hat gewisse Hoden? Sahih Muslim, ein Stein, der wegrennt und Moses rennt hinterher und verprügelt den Stein am Ende. Bum, 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 bum. Der hat so gemacht. So. Oh Güte. Ja. Flex? Flexer? Ja, entstumm dich mal bitte, Shachia oder Charia oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Du musst dich entstummen. Und zwar könntest du mal Sahih al-Bukhari 519 mal zeigen. Noch, warte mal kurz. Ich muss nur ganz kurz. Sahih, was? Sahih al-Bukhari 519. 519. Mhm. Eieieiei, das hört sich nicht gut an. Ja. Lies vor. Es ist not good to tell you people of have the made us woman. Equal to dogs and darkness no stupid as Donkey. Donkey. Ich lese vor, Sahih al-Bukhari 519.
It is not good that you people have made us women equal to dogs. Guck mal, Frauen werden sogar als Hunde bezeichnet. And donkeys. Oh my goodness. Das ist nicht deren Ernst, oder? Das ist nicht der, das ist nicht, und das ist sogar noch Sahih al-Bukhari. Imam Bukhari bestätigt das sogar noch. Das, it is not good that you people have made us women equal to dogs and donkey, son of a mutter. Ooh, not good. No doubt I saw Allah's messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam praying while I used to lie between him and the Qibla, and when he wanted to prostrate, he pushed my leg and I withdrew them. Allah, ich weiß nicht mal. Heftig. Oh, bitte. Wahre Glaube, ich mach dich wieder groß. Sorry. Danke, Bruder. Und der andere, der Slima, meine kleine Salima, sagte, Jesaja hatte Stein geküsst. Ich zeig dir, was Jesaja gesagt hat da. Da musste er schon aufpassen, wie er mit Lügen kommt, der Prophet Jesaja. Meine kleine Slima, der kommt und... ich bin wieder raus, Jungs. Ja, aber sag ein paar Worte und dann kommt er ab. Gottes Segen. Das ist der Prophet Jesaja, Kapitel 6. Und dann hat er gesagt, Vers 5, okay, da sprach ich, sagt Jesaja, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit den unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscherin gesehen. Also hier hat er Jesus Christus gesehen. So folgte seine Safarim zu mir und er heilte eine glühende Kohle, kein Stein in seine Hand, eine Kohle aus dem Altar Gottes, kein Steine in seine Hand, und er mit dem Zunge mit meinem vom Altar genommen hatte, Zange mit Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund. Damit sprach sie, das hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünden gesühnt. Das ist der Heilige, der deutet darauf hin, auch wieder das Feuer, das auf den Heiligen Geist ist. Und das Kohle deutet auf den Rein, dass es aus Rein gemacht würde, wie dem Gold im Feuer. Und er hat ja nicht verstanden, dieser arme Slima. Er weiß es nicht, was hier. Er sagte, schwarzer Stein. Seit wann kriegst du einen schwarzen Stein? Was für ein Stein? Was für ein Stein, Habibi? Der ist rausgegangen. Nein, der andere. Und das ist ja das Problem, was die haben, Bruder. Die versuchen mit allen Mitteln die Bibel genau wie der Koran zu stellen und damit zu sagen, guck mal, der Koran ist genau wie der Bibel. Ja, absolut. Guten Morgen zusammen. Morgen. Bruder, ich sage eine Sache und ich bin wieder raus. Bitte, Habibi. Bruder, wie gesagt, Respekt gehört jeder Mensch. Aber Islam ist sehr gefährlich, muss ehrlich sein. Richtig. Islam. Was ist Islam? Ist sehr gefährlich, schlimm. Was bist du für ein Land? Ich bin Iraker, ich bin kein Muslim, ich bin Jeside. Du bist Jeside, Bruder, ich küsse dein Herz, Mann, wirklich. Küsse dein Herz. Die haben es 2014 uns so oft mit uns geschlecht. Ich weiß, Bruder, deswegen habe ich die Jesiden als Herzchen hier oben, ne, mit den lila Herzchen. Ne? Oh, Bruder, wir sind einfach, unsere Religion ist so gut. Wir sind immer ausgenutzt und einfach, wir sind immer, wie gesagt, es ist immer schlimmer. Und wie gesagt, mit Islam ist ganz schwierig. Und Deutschland, ich denke, Deutschland hat was Schlimmes getan. So viele islamische Leute hier geholt. Und langsam, 20 Jahre, Deutschland ist auch am Arsch. Habibi, Was haben die Muslime mit euren Kindern gemacht und Frauen? Ja, ein bisschen. Ja. Ganz kurz, Leute. Das ist sehr, sehr gut, dass die Jesiden hier sind, weil dann können wir. Darf ich ganz kurz sagen? Du kannst gleich. Warte, Habib, kannst du sagen, was hat der ISIS, die Muslime, also der Islam, was haben die mit euren Kindern und Frauen gemacht? Genau, Ich werde nicht über eine Religion lügen oder sowas. Ich werde einfach nur ehrlich sein, was ich gesehen habe und was ich gehört habe über meine Religion. Bruder, die haben 9-jährige Mädchen vergewaltigt und so viele. 9-jährige. Nein. Ich schwöre es dir, viel zu viele. Okay. Locker mindestens 100,
100 okay. Frauen. Okay, Flex, ich will was fragen. Haben die eure Kinder gekocht, den Fleisch und gegessen? Schwöre, eine Frau hat selber erzählt, vielleicht gibt Videos auch. Sie war bei Essen und die haben ihre Sohn oder war ihre Tochter, die haben vor sich gekocht, sie hat gegessen und danach die haben gesagt, das ist dein Kind. Und die Frau hat sich umgebracht, ne? Ich denke schon. Ja, darf doch. Ich was sagen, ganz kurz? Ja, bitte. Habib, du bist die, ne? Ja. Du bist Musliman, das steht über der Leife der Kabernette. Din schärfe din, das malet ist die Kid, ruhe ist ja das Schi. Ja, nimmt du Chabejem. Am Sava Religion aki, am auch Kabernaden. Ich widerspreche dich hier, weil laut der Koran, du bist nicht laut der Koran, du hast kein Buch, du bist ein Kafir, du bist ein Mushrik. Dich zu töten ist halal legitim. Du kannst nicht sagen, jede Religion ist von Gott eingegeben. Keine Religion ist von Gott eingegeben. Dann musst du, warte. Mit dieser Aussage, du schießt gegen dich und deine ganze Volk, Habib. Ich war selber Jeside. Du bist ja Knabber. So. Das Problem ist, der Islam sagt klar und deutlich, die Jesiden haben kein Buch, du kannst deren Tochter Sklavin nehmen und töten. Nimmst du dieser Buch an, sagst du, diese Religion ist von Gott oder nicht? Dann darf ich was sagen? Du glaubst doch an Gott, ne? Ich glaube an Jesus Christus, ja. Okay, danke schön. Du glaubst daran, dass das Wort Karma existiert, oder? Flex, wir hören dich nicht. Man hört dich nicht, Bruder. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt hören wir dich. Jesidi, die Frage ist, was bist du denn für eine Religion? Meine Religion ist Shadfadin. Meine Sprache ist Yesidi. Ja. Okay. Die Yesidin kennen sich nicht, deswegen, weißt du? Mhm. Nach meiner Sicht, wie ich erzogen worden bin, ich weiß, es gibt Hass und so, das kann man nicht verleugnen und so, ne? Aber ich habe eine Gegenfrage an dich, Flexer, und der wahre Glaube. Bei uns ist ja so, natürlich, eine sichtliche Schnee gibt das Böse ja bei uns ja nicht, ne? Weil so gesagt, das Böse sind wir ja Menschen, weil wir uns gegenseitig umbringen, weil wir uns gegenseitig runterziehen, ist ja so gesagt, wir sind ja die Bösen, weil wir nichts Besseres machen. Ich habe am Anfang gesagt, Respekt, ich wollte jeder nicht. Der Probleme, ein bisschen, ne? Radvi, wir sind jetzt hier in diesem Live drin, ne, wo wir gerade reden. Wenn man schon darüber redet, sollte man die Menschen erwähnen und nicht die Religion. Hat die Religion uns verletzt oder haben die Menschen uns verletzt? Religion. Religion. Oder wie geht das, die Religion ist verletzt, die Menschen haben. Weil steht im Koran und die Hadithen. Oder soll das im Koran stehen? Aber mein Bruder, guck mal, so wie es bei den Christen, weil die Christen im 16. Jahrhundert beschützt haben, wie ihr seht, ne? Schon Scheich mit alle drum und das, hat es trotzdem nichts damit zu tun. Also ich nehme jetzt nur noch Jesiden hoch, Leute, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Dass sie ihre Geschichte mal erzählen können, weil das interessiert mich. Jesidi, Habibi, du machst ein bisschen. Warte, Bilal, warte. Ganz kurz, Habibi, ganz kurz, ich bin sofort wieder unten. Du bleibst ja ein bisschen länger noch live. Ich gehe dann gleich sofort wieder runter, ja? Was bist du denn? Bist du Muslim? Ist so jetzt erstmal egal, lass mich kurz aussprechen, dann können wir weiterreden. Lass mich bitte kurz das sagen, was bist ich sagen wollte. Was bist du für eine Religion? Lass mich ganz kurz ausreden. Lass mich ganz kurz Muslim, ausreden. Jetzt Muslim, lass mich fragen, was ihr wollt. So, Ezidi, Bruder, Wallah, sehr, 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 sehr starke Wörter, was du gerade sagst, ja? Echt danke für diese schönen Wörter, was du gerade sagst. Guck mal, der da ganz unten, er sagt gerade, er war Jeside, er ist Muslim gewesen, er ist sonst was gewesen. Nein, ich bin kein Muslim gewesen. Okay, alles klar, lass mich mal kurz ausreden. Du verbreitest hier nur Hass. Guck mal, als Jeside... Okay, danke, dass du da warst. Dankeschön für deinen Allah. Der ist kein Jeside. Wäre Jesiden sprechen nicht so. So und deswegen Jeside, merkt man schon, dass er kein Jeside ist. Der Jeside, Habibi. Du hast, warte. Warte, Jeside. Du hast keine Ahnung von Religion. Ich sag dir jetzt schon. Nicht von Jesidentum und nicht von Islam. Ich sag dir jetzt schon. Wenn ich jetzt mit Jesidentum komme, du wirst mir nicht beantworten können. Dann bitte ich dich darum, stell mir die Fragen. Verstehst du? Die Frage ist, nimmst du ein Buch an, Mohammed sagt, ich bin mit der Terror gekommen. Warum und Sahih al-Bukhari sagt, lass mich ausreden. Ja, mal reden. Mohammed sagt, ihr sollt die Menschen mit Ketten in die Hände und die Füße und Hals legen, bis sie den Islam annehmen und deren Frauen und Kinder zu Sklaven nehmen und Sexsklaven. Du sagst die Menschen, das kommt aus der Koran und die Hadith und Tafsir.
Du hast keine Ahnung von dieser Religion. Du willst einfach nur warten. Du willst mich über meine Religion fragen. Ja, aber deine Religion interessiert mich jetzt erstmal nicht. Warum? Weil das, was soll das aber für eine Aussage gerade sein? Schau mal. Ganz kurz, Leute, hört ihr mich, Leute? Ja, Bruder, wir hören dich selber. Yazidi, verteidigst du gerade den Islam? Nein, er sagte, ich habe keine Ahnung. Ich denke schon langsam schon. Sollen die Moslems so über euch reden, ne? Ich wäre selbst hochgegangen, ich hätte mich mitverteidigt. Weißt ja, aber bleib bei der Wahrheit und geh nicht. Aber ich bin kein Mensch, ich bin kein Hassverbreiter. Du, ich aber der, guck mal, auswendig. Ob du bist oder nicht, der Islam, nehme ich nicht an. Ganz kurz, bitte, du unterbrichst mich wieder, du erwartest Respekt und mit Aussage, bitte, ich bitte dich darum. Guck mal, es ist die Medina, mit Scherfadin, Zman ist die Ki. Scherfadin, guck mal, wer war Scherfadin? Scherfadin, nein, Scherfadin, sag mir, lass dich einbringen, da kannst du reden. Ja, der war Scherfadin. Man sagt, im 11. Jahrhundert 21, Rabbana Sheikh Adi hat man gesagt, dass Scherfadin ein Mensch wäre. Stimmt auch reinlich nicht, weil das von der kurdischen der Aufstammung kam. Das sind in den Gebieten von mesopotamischen Reichen, nordirakischen Gebieten. Du kannst mir jetzt nicht vorlabern, dass du sagst, Scherfadin ist ein Mensch. Okay. Gehen wir aber zum richtigen Punkt. Wer war sein Vater? Meine Religion interessiert niemanden. Dein Hass interessiert mich. Wer war sein Vater? Das ist eine Sache. Warst du ein Jeside früher? Ja. Wer war sein Vater? Wer war sein Vater? Du brauchst hier mich nicht vorlabern. Und guck mal, Flexer. Du hast keine Ahnung, wie Jeside du. Okay, beantworte doch wahre Glaube mal seine Frage. Scherfadin gab es kein Vater. Scherfadin ist eine Religion, mein Bruder. Gibt's nicht. Wo steht das, dass er Religion war? Es steht Kauli Shikha, der Scherfadin. Guck mal, Scherfadin Ajidin. Scherfadin ist aus meinem Religion. So, Taba. Amin, Tabarak Adin. Scherfadin Dine Mina. Dwitschia? Okay, er ist aus meinem Religion. Das ist nicht das Thema. Tausi Malak Habib Allah Hidna. Debe Tausi Malak Habib Allah Sunnima Sunnima Bishtapi Khamrei Sunnitima. Erkläre mir das. Erkläre mir das. Erzähl mir doch nicht die Geschichten vom 10. Jahrhundert. Ich rede von der Überlieferung. Du bist ja der Kevin, auf Gott, war sein Vater Sheikh Hassan? Ganz kurz. Sheikh Hassan, wer war der Vater? War Sheikh Hassan? Nein, ja, von Scherfadin war der Sheikh Hassan sein Vater. Wer hat dir das erzählt? Ich habe die Qaul. Ja, sag Qaul, welcher Qaul? Sag mir jetzt Qaul. قولي أرض أزمانة تخوان ديا قولي أرض أزمانة وي قولي شي الشمس شدوي وي بيت بريمن قولي أرض أزمانة أو يا وان نفسا يا تكا كان آنف بودا يا تكا كان آنف سن قولي كردا نش فن أونس أوكي دان زاك ميا بودا بيت أوكي دان زاك ميا في زم بايشبيل ويا وا در بودا فن شيخادي هاته كان بغيدا سخر بوم شيخادي هاته كان بغيدا كانت ميز يدلين قصة بغيدا هاته Bruder, der hat keine Ahnung von Yazidentum. Dann widerlege es doch mir jetzt, das Abriya hat. Ja, hab ich dir gesagt. Sachar kore brekebu, Sachar. Rose, ich küsse dein Herz. Guck mal, Bruder, der verteidigt den Islam, er verteidigt seine Religion nicht. Er ist Muslim, er versteckt sich hinter... Da haben wir ihn. Ich bin für gegen niemanden. Aber wenn ein Mensch, wenn ich okay, auch so sein würde... Habibi, dann ist okay. Eine Gegenverbörer. Guck mal, Bruder, du unterbrichst doch 20 Mal, chill doch mal kurz. Ja, warte mal. Du hast keine Ahnung von Islam, du hast keine Ahnung. Also, ich habe das Gefühl, dass der Kerl kein Jeside ist. Glaube ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, der ist kein Jeside. Und er ist aus Armenien, aber es gibt Armenien auch Muslime, kurdische Muslime. Ja, er macht nicht diesen Eindruck, als wäre er Jeside, weil so wie er redet, ich weiß nicht, Mann. Das kommt mir sehr komisch rüber, ich weiß nicht. Sehr, sehr komisch. Der hat ja keine Ahnung von seiner eigenen Religion, auch wenn er Jeside ist, der hat ja gar keine Ahnung. Er weiß nicht, wer Scherfadin war. Scherfadin, er sagt, das ist meine Religion, da stimmt ja gar nichts. Ich weiß nicht, also der hat einen komischen Eindruck gemacht, so ich weiß nicht, aber wie gesagt, der Habib hat die Wahrheit gesagt über den Islam, so ist es der Islam gewesen, die kam nach Irak und haben Kinder getötet und die Frau geschändet. Ich habe nur Wahrheit gesagt, wie gesagt, ich habe nie irgendwas gegen irgendjemand, so eine Religion, ich habe nur Wahrheit gesagt, was mit uns passiert ist und was ich gesehen habe, das war alles und ja. Und das ist der wahre Islam. Mohammed sagt, ich bin mit Terror gekommen. Ich bin siegreich geworden durch den Terror. Bruder, normalerweise bei Islam, wenn zum Beispiel ISIS an unsere Stadt gekommen, normalerweise zuerst die nehmen Autos und so weiter und Gold. Mhm. Und dann am Ende, du musst dich entscheiden, entweder deine Stadt verlassen oder die müssen dich umbringen. So ist es. Und haben die gesagt, ihr müsst Muslime werden, oder?
Ja, die müssen dir normalerweise am Ende eine Möglichkeit geben. Die nehmen zuerst dein Geld, alles was du hast. Und die sagen dir, bleibst du Muslim oder du gehst einfach von der Stadt weg, du kommst nie wieder. Und die haben am Ende so eine Möglichkeit nicht gegeben. Die haben einfach Frauen genommen und Kinder vergewaltigt und alte Leute umgebracht und sowas. Dann musst du einen Hass auf die Kurden haben. Dann musst du auch einen Hass auf die Kurden haben. Kurden ja, haben die Kurden sind ja auch die meisten Muslime. Ja, wenn nicht, dann sage ich dir, ich habe Hass auf Kurden. Dann habe ich allgemein jetzt direkt Hass auf Kurden. Nein, wir hassen keinen Kurden. Du bist ein Kurde, warum? Ich hasse dich. Du bist ein Kurde, ich hasse dich. Das mache ich meistens raus, Bruder. Schmeiß ihn raus. Okay, das geht echt. Ja, ich schmeiß ihn raus. Okay, ich muss jetzt nochmal was hinzufügen. Also erstens, ein Jeside, ein wahrhaftiger Jeside würde niemals sowas sagen und sagen, hey, ich hasse dich, weil du Kurde bist. Ja, ja. Also ein richtiger Jeside würde niemals sowas sagen. Sorry, ein Jeside sagt sowas. Auch wenn, wenn er Jeside ist und mich hasst, das ist sein Problem. Aber letztendlich, Habib al-Aziz, die Muslime haben dein Leben zerstört. Das kommt aus der Koran und der Überlieferung der Islam und die Sunna. Und kein anderer. Der Schuld ist die islamische Ideologie. Und das ist das Problem, was wir haben. In die ganze Welt haben wir Probleme mit der islamischen Wahn. Der Islam sagt, ich bin mit Terror gekommen. Mohammed sagt, Sahih Bukhari, sagt, Allah hat mir befohlen, ich muss alle Menschen bekämpfen, bis die alle Muslime werden und Allah, 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 Muhammad Rasulullah sagen. Und das ist der wahre Islam. Ja, Leute, dann machen wir mal eine kleine Pause. Der wahre Weg übrigens, du wahre bist Glauben. Sehr selten hier, du solltest mal öfters mal wieder da sein. Bruder, ich habe auch andere Sachen viel zu tun und ja, ich komm gerne zu dir, mein Bruder Flex, kein Problem. Mhm. Wenn du live bist, werde ich oft da kommen. Aber du musst immer wissen, dass die Leute, die hier kommen, wir müssen immer die keinen Raum geben, dass die ihren Müll hier lassen. Ne, entweder die kommen. Ja, das ist schon klar. Ja, Müll hinterlassen wir sowieso nicht hier im Raum. Also das genau, ist ja ganz genau. Ich war selber Jeside und ich liebe mein Volk und der Herr segne mein Volk weiterhin. Aber letztendlich, es gibt keinen Weg außer Jesus Christus und der Herr Jesus sagt, liebt alle Menschen, liebt deine Feinde, liebt deine nichts für dich selbst. Und wir lieben alle Menschen, wie Herr Jesus Christus sagt, vergebe. Wir hassen keinen Menschen, aber ich hasse die islamische Ideologie. Ja, absolut. Absolut. Das mache ich. Ja, du weil kannst die islamische Ideologie ist Terror, hasst die Menschen, keine Menschenwürde, lügt, tötet, vergewaltigt, plundert und zerstört Leben. Absolut. Hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Und deswegen, auch unser jesidischer Volk, der Herr Jesus Christus liebt euch, er ist auch für eure Sünden gestorben. Und der Herr Jesus Christus sagt, auch euch kann ich retten, kommt zu mir, ich bin auf euch gestorben und ihr könnt heute zu mir kommen und ewige Leben haben. Der Herr Jesus Christus liebt uns, auch die Muslime liebt der Herr Jesus Christus. Aber ihr müsst entscheiden, dass der Herr Jesus Christus in euer Leben kommt. Gott hat sich entschieden für euch auf dem Kreuz. Jetzt müsst ihr entscheiden, ob ihr dieses Geschenk annimmt, das ewige Leben oder nicht. Gott hat keine Religion. Gott ist der Weg und die Wahrheit, das Leben Jesus Christus. Absolut, absolut. Amen, Leute. Einmal alle ein Herzchen für Jesus Christus, Leute. Ne? Und schöne Worte hinzuzufügen ist auch wirklich, Leute, Jesus Christus ist einfach die Wahrheit und wird auch die Wahrheit bleiben. Und deswegen, Leute, ne, einen gesegneten Morgen. Ne? Schlaft alle gut. Ne? Und Habibi, du wolltest noch was sagen, Habib? Ja, ich wollte noch sagen, jeder sagt mal, Religion ist schon und so weiter. Aber man muss nur positive Dinge nachweisen und schlechte Dinge tun. Und das ist, wenn ich sage mal, Religion ist so gut und dann ich tue schlechte Dinge, dann das ist Nachweis, dass mal Religion schlecht ist. Leute umbringen oder sowas. Ja, das mit den Kindern, das tut mir mega, mega weh. Also, das ist der Wahnsinn, was da alles passiert ist. Aber wir wollen jetzt keine Emotionen rausholen, deswegen das Thema können wir morgen besprechen. Aber Leute, ich habe ein spezielles, wirklich, ich habe da wirklich ein Thema, was ich eröffnen möchte. Aber ich bin mir ganz unsicher, ob ich dieses Thema eröffnen soll, weil das ist komplette Zerstörung. Wenn ich dieses Thema eröffne, ist Endgame, Leute. Deswegen, ich mache mir mal ein bisschen Gedanken drüber. Welches Thema? Sag mir Bescheid, schreib mir. Es geht um Dunkelhäutige in Palästina. Ah, okay. Ja, dann können wir machen, ja.
Das ist der Wahnsinn, Leute. Wenn ihr wisst, wenn ihr nur wüsstet, oh mein Gott, das ist krank. Allah hasst die dunkelhäutigen Menschen. Nicht nur das, ich gebe euch mal, ich gebe euch mal einen kleinen, sagen wir mal, ich gebe euch mal so einen kleinen Leckerli. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt ein kleiner Teil in Palästina, dieser Teil, wo diese Dunkelhäutige leben, heißt Sklave. Wahnsinn, Leute. Und da gibt's die Brüder und die, also unsere dunkelhäutigen Brüder und Geschwister berichten darüber. Also ich muss es euch mal zeigen. Also ich mache das einfach mal entweder Allah, am Wochenende oder die Tage. Bevor du zumachst, Allah sagt in Hadith authentisch, er sagt, ich habe die schwarzen Menschen für die Hölle erschaffen und ich kenne den Vers. Für den Paradies. Ich kenn den Vers. Damit ihr versteht, Allah sagt, ich habe die schwarzen Menschen für die Hölle erschaffen und die Weißen für den Paradies. Dieser Allah kann gar nicht Gott sein. Er ist ein Terror, er ist ein Teufel, er ist der Dämon und er täuscht die Menschen und hetzt die Menschen aufeinander. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, die Ungläubigen, die keine Muslime sind, alle Najis, dreckig. Er beschimpft die Menschen. Da sieht man, dass Allah gar nicht Gott ist. Allah ein Wüstendämon ist, aus der Wüste. Er wusste nicht mal, was rechts und links ist. Und Muhammad war vergiftet und er war verzaubert und er war unter der Magie. Und dieser Dämon hat Muhammad sein Leben auch zerstört. Und die Muslime alle eine nach dem anderen gehen in die Hölle. Rettet euer Leben, sagt Herr Jesus Christus. Es gibt keinen Weg, sagt Jesus Christus, außer mir. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus Christus. Muhammad sagt, ich weiß nicht, wo ich hingehe, wo ihr hinkommt. Weil, wisst ihr, was Allah zu Muhammad gesagt hat? Warum zweifelst du an mir? Wenn du an mir zweifelst, gehst du zu Christen und die Juden. Das heißt, Mohammed hat das an Allah absolut zweifelt. Dämonisch. Aus biblischer Sicht ist es komplett dämonisch. Also das ist krass, ja. Aber laut dieser Aussage hat Mohammed an Allah gezweifelt. Aber er konnte nicht, weil er besessen war von ihm. Katastrophe. Allah. Nein. Der Herr segne euch. Ja, Leute. Also, Gottes Segen euch, wahrer Glaube. Ich hoffe, du kommst öfters. Ne? Wie Gott will, komm hier wieder. Richtig. Und Leute, wirklich, ich liebe euch von ganzem Herzen, aber jetzt wird es Zeit zum Schlafen. Shalom, und, Bruder. Genau, Shalom, Bruder. Und an euch allen, wirklich, fühlt euch alle gedrückt. Liebe geht an euch raus. Und ihr wisst ja, wir haben immer sehr, sehr geile Streams. Und an die ganzen Geschenke von euch, Leute, wirklich, ich küsse eure Herzen. Und möge Gott euch 10-mal mehr bereichern, ne? Mehr als ich sogar, ne? Ist mir egal. Und Leute, wirklich, fühlt euch alle gedrückt. Jetzt geht's ins Bett. Okay, gute Nacht. Peace out. Nächstes Mal. Kein Problem, Habib. Also, ciao, gute Nacht euch alle. Gute Nacht. Ciao, ciao. Und Herzchen. Ciao, ciao.